Was für ein schöner Tag für eine Bootsfahrt im Sumpf. Wenn da nicht diese Mücken wären, wäre der Tag perfekt. Aber aus irgendeinem Grund werden die Mücken immer größer, je weiter du in den Sumpf vordringst. Anfangs waren es winzige, fast unsichtbare Insekten. Und jetzt sind sie so groß wie dein Daumen. Du kannst ihr Summen hören, wenn sie an dir vorbeischwirren. Du dringst tiefer in den Sumpf vor, weil du auch herausfinden willst, warum sie so groß werden. Und dann entdeckst du einen riesigen Schwarm von Mücken. Jede Mücke ist so groß wie deine Hand. Sie bemerken dich und fliegen auf dich zu. Du schnappst dir einen Ast und fängst an, damit rumzuwedeln, weil du sie verscheuchen willst. Du rennst zurück zu deinem Boot und versuchst, ihnen zu entkommen. Aber sie folgen dir und einige schaffen es, auf dir zu landen. Du schlägst sie weg, aber aus dem Nichts tauchen noch mehr Mücken auf, die die Größe eines Basketballs haben. Du startest dein Boot und rast zurück zum Festland. Als du ankommst, siehst du, wie die Leute in Panik vor den riesigen Mücken weglaufen. Einige Mücken sind so groß wie große Hunde. Die Leute ducken sich unter den Picknicktischen, andere rennen zurück zu ihren Autos und fahren mit Vollgas davon. Du steigst aus deinem Boot und rennst zusammen mit Dutzenden von Menschen zum nächsten Lebensmittelladen. Die Angestellten schließen die Türen. Durch die großen Glasscheiben siehst du, wie sich die Mücken vermehren. Sie werden immer größer und größer, bis du eine siehst, die so groß wie ein Auto ist und vorbeizischt. Sie ist sowas von kräftig. Sie landet auf einem unbemannten Auto und zerquetscht es. Alle ducken sich aus Angst weg. Du versuchst, die Leute zu beruhigen, damit sie keinen Lärm machen. Die Mücken landen auf der Glasscheibe und verdunkeln sie. Im Laden wird es immer dunkler. Jemand schaltet den Fernseher an und die aktuellen Nachrichten laufen. Überall auf dem Kontinent wüten Mücken, zerstören die natürlichen Ressourcen und dringen in die Städte ein. Den Menschen wird geraten, bis auf Weiteres in den Häusern zu bleiben. Die Mücken registrieren, dass Menschen im Laden sind und versuchen, mit Gewalt reinzukommen. Eine autogroße Mücke fliegt in der Luft herum. Auf einmal hört ihr Geräusche, die aus dem Hinterzimmer kommen. Ein Angestellter bemerkt, dass sie die Türen nicht verschlossen haben. Eine riesige Mücke dringt ein und wirft alles um. Alle rennen panisch umher und werfen mit Gegenständen nach ihr. Jemand schnappt sich einen Feuerlöscher und besprüht sie, bis sie ins Hinterzimmer zurückgedrängt ist. Dann schließt ein Angestellter die Tür und verbarrikadiert sie, damit auch ja nichts mehr von hinten reinkommt. Alle warten nervös. Im Fernsehen wird live berichtet, wie riesige Mücken überall herumfliegen. Ein Hubschrauber ist gezwungen zu landen, weil die Mücken ihn wild in der Luft angegriffen haben. Alle im Laden erschaudern, als ihr noch mehr Mücken in der Nähe der Hintertür herumschwirren hört. Stunden vergehen und es kommen immer mehr Mücken. Draußen sind keine Menschen zu sehen und ein Großteil der Stadt, Häuser und Parks ist zerstört, wurde einfach von den Rieseninsekten plattgemacht. Einige Leute essen, was sie gerade finden und andere schlafen. Eine Eilmeldung unterbricht die Live-Übertragung und zeigt, dass gepanzerte Busse bereitstehen, um die Menschen in der Nähe des Picknickplatzes abzuholen. Die Busse werden aber nicht zu den Brennpunkten fahren, weil das zu gefährlich wäre. Die einzige Möglichkeit, in die Busse zu kommen, ist, in 2 Stunden an der Autobahn zu sein. Alle versuchen, Familie und Freunde anzurufen, aber die Mobilfunkmasten wurden zerstört und niemand ist erreichbar. Die Mücke, die durch die Hintertür eingebrochen ist, hat das einzige Festnetztelefon zerstört, das es gab. Die Gruppe im Laden streitet, ob sie bleiben oder gehen soll. Weitere Insekten verdecken die einzig klaren Flecken am Himmel, bis die Sonne ganz verschwindet. Ihr teilt euch in 2 Gruppen auf. Die eine Gruppe will versuchen, den Bus zu erwischen und die andere Gruppe will im Laden bleiben. Die Angestellten kennen einen Weg, der schnell zur Autobahn führt. Aber das ist ein Fußmarsch von etwa 20 Minuten und es gibt keine Autos, die man nehmen könnte. Der Weg ist auch nicht ganz einfach. Zuerst müssen sie durch den Haupteingang entkommen, um in den buschigen Wald hinter den Müllcontainern zu gelangen. Von dort aus kann man ein Gebäude betreten, um möglicherweise durch die Abwasserkanäle Richtung Autobahn zu gelangen. Die erste Gruppe will aufbrechen und Vorräte werden eingepackt. Jede Sekunde kommen mehr Mücken und bedecken den Himmel. Also werden auch Dinge zum Schutz eingepackt. Mücken werden vom Kohlendioxid angezogen, das Menschen ausatmen, und sie werden von der Quelle angezogen, die aus dem Lebensmittelladen kommt. Dann sind alle bereit und die behelfsmäßigen Fackeln werden gezündet. Um das Feuer am Brennen zu halten, wird etwas Grillanzünder genommen. Du gehörst übrigens zu der Gruppe, die die Flucht plant. Die Türen öffnen sich und alle rennen hinter die Müllcontainer. Mücken greifen dich an, aber der Rauch des Feuers vertreibt sie. Mit jeder Sekunde werden es mehr Mücken, die den Himmel und die Umgebung bedecken. Einige aus der Gruppe rennen zurück in den Laden, weil sie es nicht vom Müllcontainer zum anderen Gebäude schaffen. Der Rest der Gruppe, darunter auch du, rennt zum Gebäude. Aber es ist verschlossen und niemand kann die Tür aufbrechen. Plan B, die Scheibe eines Fensters einschlagen.
Du schnappst dir einen Stein und wirfst ihn durch das Fenster. Das Problem ist nur, dass die Mücken jetzt auch ins Haus fliegen können. Aber ihr habt keine Wahl. Ihr klettert durch das Fenster und rennt in den Keller des Gebäudes, um den Eingang zur Kanalisation zu finden. Da ist er. Ihr habt ihn gefunden und alle steigen hinab. Keine Mücken in Sicht, nur Ratten. Ihr wartet knietief durch das Wasser der Kanalisation, das an euch vorbeifließt. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Fluss erreicht. Aber es gibt ein Problem. Der Abwasserkanal führt doch nicht zum See, sondern tiefer in die Kanalisation. Ihr lauft weiter, bis ihr etwas seht, das wie ein Abfluss aussieht. Ihr schafft es und kommt an einem Wasserloch raus, in das die Abwässer geleitet werden und das neben dem Sumpf liegt. Das Problem ist aber, dass ihr nicht mehr neben der Autobahn rausgekommen seid und euch läuft die Zeit davon. Noch mehr Mücken schwirren durch die Luft, aber sie machen sich nicht die Mühe, dir zu nahe zu kommen. Plötzlich siehst du ein paar katzengroße Kreaturen, die auf dem Wasser schwimmen. Das sind Babymücken, also die Larven, die auf euch zukommen. Ihr schwimmt um euer Leben zum Ufer. Die riesige Alpha-Mücke erhebt sich in die Luft und stürzt hinunter, um einen von euch zu packen, aber sie verfehlt euch. Alle schaffen es bis zum dichten Sumpfgebiet, in das keine Riesenmücken eindringen können. Ihr bedeckt euch mit Ästen, um euch zu schützen. Es bleiben nur noch 15 Minuten, bis der gepanzerte Bus eintrifft. Da die Mücken nicht ins Dickicht des Sumpfes vordringen können, ist dies der beste Ort, um hier auf den Bus zu warten. Die Dunkelheit bricht herein, aber kein Bus ist in Sichtweite. Seit 3 Stunden wartet ihr. Ihr hört die Mücken umherschwirren. Niemand fühlt sich unter den dichten Büschen wohl. Nach einer Weile hörst du einen aufheulenden Motor und du siehst Lichter auf der Autobahn. Alle stehen auf und rennen Richtung Bus, aber du hältst sie auf, um nicht die Aufmerksamkeit der Mücken auf euch zu ziehen. Du meldest dich freiwillig, um dich rauszuschleichen und den Bus anzuhalten. Dann können alle anderen folgen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Du schiebst Äste beiseite, trittst über Baumstümpfe und kriechst zur Straße. Du versuchst, den Atem anzuhalten, damit du keine schweren Atemgeräusche machst. Du erreichst den Straßenrand und winkst mit den Armen, um den Bus anzuhalten. Er hält an und die Tür öffnet sich. Du gibst den anderen das Zeichen und sie folgen dir. Alle sind im Bus und in Sicherheit. Einige Mücken registrieren das und beginnen, den Bus zu attackieren, aber die Panzerung ist robust. Dann fährt der Bus los und der Fahrer hält Ausschau nach anderen Menschen an der Straße. Plötzlich landet ein Goliath vor dem Bus. Der Bus hält an. Ihr seht eine Mücke, die so groß ist wie eine Boeing 747. Sie schaut euch direkt an und sie macht sich zum Angriff bereit. Aber der Bus fährt mit Vollgas los und unter ihren Beinen hindurch. Die Riesenmücke hebt ab und versucht, den Bus zu erwischen. Aber ihr fahrt in einen Tunnel, der auf die andere Seite des Berges führt. Nach ein paar Minuten erreicht ihr eine offene Fläche ohne Bäume und Gebäude. Der Bus fährt mit hoher Geschwindigkeit und weicht jedem Hindernis aus. Dann bemerkst du, dass ihr in der Nähe des Lebensmittelladens seid, in dem ihr euch versteckt hattet. Der Bus öffnet die Tür, damit die andere Gruppe aus dem Laden in die sichere Zone zusteigen kann. Du hörst von den Helfern, dass die ganze Welt von diesen riesigen Kreaturen überrannt wird. Als ihr weiterfahrt, siehst du eine Hybridmücke. Sie hat 2 Köpfe und einen Skorpionschwanz. Sie ist so groß wie die Freiheitsstatue und bereit anzugreifen. Was auch immer die Ursache für das abnormale Wachstum der Mücken ist, sie werden dadurch auch zu Hybriden und Mutanten. Und du dachtest heute Morgen, dass es ein guter Montag wird. Es ist dunkel und du kannst nichts sehen. Überall ist Schleim. Der Boden ist weich und bewegt sich. Du versuchst dich zu orientieren und tastest nach den sich bewegenden Wänden. Nach einer Weile hörst du jemanden vor Schmerzen aufschreien. Du rufst um Hilfe, aber niemand antwortet. Du bist der Kapitän eines Schiffes und wurdest von einem mächtigen Kraken verschlungen. Du stolperst immer wieder und hast keine Ahnung, ob du in die richtige Richtung unterwegs bist. Die Schreie werden immer lauter. Plötzlich rauscht ein großes Stück Holz an dir vorbei und reißt dich fast um. Es ist das Holz von dem Schiff, das der Kraken verschlungen hat. Mit dem Schiff hat er die gesamte Besatzung bei lebendigem Leibe verschluckt. Sie müssen irgendwo im Bauch dieser Bestie sein. Du folgst weiter den Schreien. Sie führen dich einen Weg entlang, der wie eine Speiseröhre aussieht. Du schnappst dir ein Stück Holz und schlitterst auf dem Schleim entlang. Es ist dunkel, also reißt du ein Stück deines Hemdes ab, wickelst es um einen Knüppel und zündest es an. Mit dieser provisorischen Fackel siehst du wenigstens, wohin du unterwegs bist. Du erkennst riesige Venen, wie sie Blut pumpen. Nach einer Weile entdeckst du noch mehr Überreste deines Schiffes, darunter auch im Schiffsbauch gehütete Schätze.
Doch jetzt sind diese Truhen voller Gold komplett wertlos. Dein einziger Wunsch ist, in dieser stinkenden Finsternis deine Mannschaft zu finden. Du kommst an eine Stelle mit mehreren Tunneln. Jeder führt in eine andere Richtung. Du weißt, es ist unmöglich, wieder zum Maul herauszukriechen. Dir bleibt also nichts anderes übrig, als tiefer vorzudringen. Du beschließt, deinem Bauchgefühl zu folgen und schlitterst den kleinsten, verschleimten Tunnel entlang. Du bläst deine Fackel aus und steckst sie für später weg. Der Kraken schwimmt noch immer, scheint aber gerade eine Pause einlegen zu wollen. Die mächtigen Blutgefäße pumpen langsamer und der fleischige Tunnel, durch den du kriechst, wird breiter. Ehe du dich versiehst, stürzt du in die Tiefe und landest in einem gefüllten Becken. Sobald du in die Flüssigkeit eintauchst, spürst du, wie sich die Säure durch deine Kleidung frisst. Du bist im Magen des Kraken angekommen. Du ziehst dein Hemd aus und kletterst auf ein Brett, um durch den Säuresee zu paddeln. Überall siehst du weitere Bruchstücke deines Schiffs. Auf einmal wird der Kraken wieder aktiv und schwimmt blitzschnell los. Du musst dich festklammern, um auf dem Brett zu bleiben. Um keine Säure in die Augen zu bekommen, schließt du sie lieber. Du wirst tiefer in den Magen gespült, wo die Verdauung stattfindet. Die Säure ist hier sogar noch stärker. Sie zersetzt einfach alles. Der Gestank ist grauenhaft und es ist kein Ausgang in Sicht. Doch in der Ferne erspähst du deine Matrosen. Sie sind mitten auf einer kleinen Mageninsel gestrandet. In der Suppe schwimmen noch nicht verdaute Haie. Du kannst im Moment nichts weiter tun, als dich zu deinen Mannschaftskameraden durchzuschlagen. Du steigst auf ein anderes Holzstück und ruderst in ihre Richtung. Die Magensäure zersetzt das Holz jetzt noch schneller. Zum Glück wirft dir jemand ein weiteres Brett zu und du springst hinüber. Dann kletterst du an Land. Alle sind froh, dich zu sehen. Du versuchst, einen Ausweg zu finden, aber alle Ausgänge sind durch Säure versperrt. Ein Schwung Wasser schwemmt mehrere Lebewesen herein. Der Säurespiegel steigt an und alle rücken ein Stück enger zusammen. Nach einer Weile verschluckt der Kraken einen großen Buckelwal, der wie von Sinnen durch die Säure planscht. Dem Kraken wird ganz schlecht davon. Er bewegt sich und schleudert alle hin und her. Du landest mit den anderen auf dem Wal und ihr haltet euch gut fest. Scheinbar will der Kraken den Wal lieber wieder ausspucken. Die Magenwände ziehen sich zusammen, um sich des Unruhestifters zu entledigen. Ihr klammert euch ordentlich fest. Schließlich speit der Kraken den Wal aus und trollt sich dann von dannen. Jetzt müsst ihr nur noch irgendwie an die Oberfläche gelangen, um Luft holen zu können. Der Wal schiebt euch nach oben. Ohne seine Hilfe hättet ihr es niemals bis an die Oberfläche geschafft. Du weißt nicht, wo du bist. Ihr schnappt euch umherschwimmende Trümmer eures Schiffes und klettert hinauf. Die Sonne beginnt hinter dem Horizont zu verschwinden. Weit und breit ist nichts zu sehen. Alle frieren und sind hungrig. Das Schlimmste ist aber, dass auch bei den Haien Zeit für das Abendessen ist. Alle stellen sich auf ihre Holzreste, um nicht mehr im Wasser zu sein. Ehe du dich versiehst, tauchen überall Haifischflossen auf. Eure einzige Aufgabe ist nun, die Nacht zu überleben. Der nächste Tag beginnt. Ihr baut euch aus den Überresten ein Boot und rudert Richtung Sonne. Zwar sind einige anderer Meinung, aber schließlich hören alle auf dein Kommando. Die Sonne brennt auf euch nieder. Alle sind K.O. und ihr habt kein Trinkwasser. Niemand schafft es, einen Fisch zu fangen und noch immer lauert die Gefahr der Haie und des Kraken unter der Oberfläche. Plötzlich erspäht ein Matrose etwas in der Ferne. Es scheint eine Insel zu sein. Alle jubeln und fallen sich in die Arme. Ihr paddelt auf die Insel zu. Nach ein paar Stunden erreicht ihr sie. Erleichtert vergrabt ihr eure Hände im Sand. Einige laufen herum, während andere sich im Sand wälzen oder Bäume umarmen. Doch irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ein paar Vögel fliegen herum. Sie haben keine Angst vor euch. In der Mitte der Insel entdeckt ihr ein kleines Lagerfeuer. Es muss jemand hier gewesen sein, doch nun ist keine Spur von anderen Menschen zu sehen. Die Insel ist eigentlich zu klein, um bewohnt zu sein. Es gibt keine Hinweise, wer wohl dieses Lagerfeuer entfacht haben könnte. Nach einer Weile beginnt sich die Insel zu bewegen. Alle klettern auf Bäume und Wasser bedeckt die Insel. In der Ferne seht ihr eine riesige Silhouette aus dem Wasser auftauchen.
Sie dreht sich zu euch um. Es ist eine riesige Meeresschildkröte. Ihr befindet euch auf dem Rücken einer monströsen Schildkröte. Sie bewegt sich anmutig durchs Wasser. Nach ein paar Stunden hält sie an. Deine Mannschaft baut ein paar Hütten. Ihr entfacht ein Feuer, um euch etwas zu essen zuzubereiten und gemütlich schlafen zu können. Dein Blick schweift in die Ferne und hinauf zu den Sternen. Auf dem höchsten Baum findest du ein wenig Ruhe. Weit entfernt siehst du, wie der Kraken umherschwimmt und sich der Schildkröte nähert. Doch im Vergleich zu ihr ist der Kraken gerade mal so groß wie ein Schuh im Vergleich zu dir. Am nächsten Tag erforscht ihr den Rest der Schildkröteninsel. Hier leben ein paar einzigartige Tiere, die du noch nie gesehen hast. Exotische Vögel schweben durch die Lüfte. Die Tiere sehen euch nicht als Gefahr an. Ihr erreicht den höchsten Berg. Von hier aus habt ihr einen guten Überblick über die Insel. Du entdeckst ein riesiges Loch im Boden. In der Nähe scheinen Grabwerkzeuge von anderen Entdeckern zu liegen. Du versammelst deine Mannschaft, um das Loch zu untersuchen. Euer Weg führt durch Ranken und schwieriges Terrain. Die eigentliche Frage ist aber, wohin führt dieses Loch, wenn der Untergrund der Insel der Panzer einer monströsen Schildkröte ist? Am Loch angekommen, inspiziert ihr die liegen gelassenen Werkzeuge und Pläne. Auf der Karte markiert ein X einen unvorstellbaren Schatz. Jedes Mannschaftsmitglied schnappt sich ein Werkzeug. Warum nur wurden die Werkzeuge einfach so liegen gelassen? Du studierst nochmal die Karte. Alle Schritte, bis auf den letzten, wurden erfolgreich überwunden. Nach einer Weile entschließt du dich, in das Loch zu steigen. Doch was du da drin gefunden hast, ist schlimmer als alles, was du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Aber was das ist, finden wir das nächste Mal raus. Seht her, die ferne Zukunft. Ja, die Menschen haben erfolgreich den Mars und den Mond besiedelt. Die Probleme der Überbevölkerung und des Hungers auf der Erde sind gelöst. Doch schon bald zeichnet sich eine neue Bedrohung für unsere Planeten ab und für unseren Mond. Jedenfalls haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Sonne in 150 Jahren explodieren und unser gesamtes Sonnensystem zerstören wird. Schade. Es bleibt genug Zeit, um eine Flotte riesiger Raumschiffe zu bauen und alle zu evakuieren, aber nicht genug Zeit, um einen Science-Fiction-Space-Jump zu erfinden. Es ist schon lange her, dass die Menschen einen neuen potenziell bewohnbaren Planeten gefunden haben und der nächste ist mehrere Millionen Jahre entfernt. Es gibt keine andere Wahl. Die Menschheit wird in riesigen Raumschiffen evakuiert und die unendlich lange Reise beginnt. Ein paar Jahrzehnte vergehen. Wir verlassen das Sonnensystem und sehen, wie unsere Sonne explodiert. Ein riesiger Blitz und das war's. Es gibt kein Licht mehr. Nur kleine, ferne Sterne und die unendlichen schwarzen Tiefen des Weltalls. Alle Raumschiffe stehen auf Autopilot, der nicht vom Kurs abweicht, egal was passiert. Selbst wenn alle an Bord verschwinden würden, würde das Schiff an seinem Ziel ankommen. Der Pluspunkt? Die Menschen werden noch Millionen von Jahren weiterleben. Der Nachteil? Aufgrund der langen Zeit, die wir auf den Raumtransporten verbracht haben, werden wir ganz anders aussehen. Ganz anders. Die Raumschiffe werden mit formlosen, pulsierenden Biomassen bevölkert sein, die in metallenen Exoskeletten sitzen und das sieht wie folgt aus. Im Weltraum werden die Knochen und Muskeln schwächer. Da es keine Schwerkraft gibt, muss dein Körper sie nicht länger am Laufen halten. Astronauten auf der Internationalen Raumstation treiben viel Sport, um ihre Muskeln vor dem Verkümmern zu bewahren. Zurück zur Geschichte. Auf jedem Raumtransporter gibt es Fitnessstudios und spezielle Maschinen, die die Schwerkraft nachbilden. Aber um Energie zu sparen, sind sie nur ein paar Stunden am Tag eingeschaltet. Egal wie hart die Menschen trainieren, im Weltraum reicht das leider nicht aus. Nach den ersten 100 Jahren sind die Knochen so brüchig geworden, dass jede noch so kleine Anstrengung zu Verletzungen führen kann. Nach weiteren 100 Jahren können die Menschen nicht mehr auf zwei Beinen stehen, aber das liegt nicht nur an den schwachen Knochen. Nach all den Jahren in der Schwerelosigkeit hat sich der menschliche Körper stark verändert. Ein großes Problem ist, dass die Menschen ihren Gleichgewichtssinn verlieren. Wenn du versuchst, aufrecht zu stehen, fällst du einfach hin. Die Schiffskapitäne haben die Schwerkraftmaschinen abgebaut. Sie haben sowieso nicht funktioniert. Und alle Sportgeräte an Bord wurden vor langer Zeit demontiert und als Ersatzteile für die Raumschiffe verwendet.
Die fehlende Schwerkraft hat die Menschen nicht nur schwächer, sondern auch größer gemacht. Die Wirbelsäule braucht die Schwerkraft, um stabil zu bleiben. Und jetzt haben sich alle Bandscheiben ausgedehnt. Die Menschen sehen jetzt aus wie aufblasbare Spielzeuge. Jeder hat mechanische Arme und Beine bekommen. Du schnallst sie dir einfach um und es kann losgehen. Den Motor warten, die Schlafzimmer ausmisten, Müll in den Weltraum werfen, Dinge anheben. All das geht nicht ohne diese mechanischen Arme und Beine. Die Zeit vergeht und die Menschen werden immer hilfloser. Aber zum Glück werden die mechanischen Körperanzüge immer besser. Seit die Sonne explodiert ist, haben die menschlichen Augen es schwer. In den Raumschiffen wird die Sonne durch spezielles künstliches Licht ersetzt, das auch Vitamin D abgibt. Da es insgesamt viel weniger Licht gibt, weiten sich die Pupillen der Menschen. Nach ein paar weiteren Jahrhunderten geht es dann mit der Sehkraft stark bergab. Aber dieses Problem wird durch die Technik gelöst. Künstliche Linsen vergrößern das Licht und verhindern, dass die Menschen völlig blind werden. Die Raumschiffe werden täglich desinfiziert. Das verhindert, dass sich Bakterien und Mikroben vermehren. Es bedeutet aber auch, dass das menschliche Immunsystem keine Krankheiten abwehren muss. Schon bald können sich die Menschen gegen nichts mehr schützen. Selbst eine leichte Erkältung könnte lebensgefährlich sein. Für den Moment ist das in Ordnung. Es gibt keine Keime oder Ähnliches an Bord. Aber was wird später mal passieren? Auf dem Raumschiff wachsen Millionen von Pflanzen in speziellen Gewächshäusern mit Wasser und UV-Licht. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff und verbreiten ihn überall. Natürlich reicht der Sauerstoff nicht für Millionen von Menschen aus, aber er hilft, sich an den Planeten zu erinnern, den sie zurückgelassen haben. Nachdem die Menschen jahrhundertelang auf Raumschiffen gelebt haben, haben sie sich an die neuen Bedingungen angepasst und atmen fast nicht mehr. Die Lungen sind fast vollständig verschwunden und die Menschen entwickeln andere Wege der Sauerstoffgewinnung. Aus Wasser, aus Sauerstofftanks und so weiter. Wir werden zu einer völlig neuen Spezies. Aber es ist nicht alles schlecht. Die Gentechnologie entwickelt sich jedes Jahr weiter. Es werden vollwertige lebenserhaltende Anzüge entwickelt. Sie helfen bei Bewegung, Kraft, Geschwindigkeit, Sehkraft, Gehör und sogar beim Sprechen. Die Stimmen der Menschen werden so schwach, dass sie nur noch flüstern können. Zum Glück haben die Anzüge eingebaute Mikrofone und Lautsprecher. Es gibt kein Essen mehr, nur noch speziell hergestellte Flüssigkeiten. Nach all der Zeit im Weltall kann der menschliche Magen sowieso nichts mehr verdauen. Na, Lust auf eine Handvoll Erdnüsse oder ein paar kleine Cracker? Vergiss es. Am Anfang hatte die Weltraumnahrung viel Geschmack, aber mit der Zeit haben die Menschen vergessen, wie die Dinge eigentlich schmecken sollten. Mit der Zeit wurden keine Geschmacksstoffe mehr zugesetzt und wegen der neuen faden Nahrung stellten auch die Rezeptoren an der Zunge ihre Arbeit ein. Schon bald verloren die Menschen jeglichen Geschmackssinn. Für manche Menschen scheint dieses Leben unerträglich zu sein, aber sie haben eine Wahl. Sie können einfach in eine kryogenische Kapsel schlüpfen für Millionen von Jahren. Dann müssen sie nur noch kurz aufgetaut werden, wenn die Schiffe endlich eintreffen. Aber es ist sehr riskant, für so lange Zeit eingefroren zu sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Raumschiffe nicht in einen riesigen Meteoriten oder Ähnliches krachen. Die Menschen wählen einen anderen Ansatz. Sie laden ihr Bewusstsein auf einen Computer hoch. Das ist sicherer und braucht viel weniger Energie. Und wenn du aufwachst, kannst du deinen Geist einfach in einen neuen, modifizierten Menschenanzug laden. Manche Menschen entscheiden sich dafür, wach zu bleiben und ein normales Leben zu führen. Tausende von Jahren vergehen, dann Millionen. Die Menschen sehen jetzt ganz anders aus. Alle ihre Gliedmaßen sind künstlich und ihre Exoskelette werden durch Gedankenkraft gesteuert. Mit jedem weiteren Jahrtausend werden Arme, Hals, Beine und Wirbelsäule immer kleiner. Spröde Knochen lösen sich langsam in nichts auf. Augen, Nasen und Münder verschwinden. Das Gehirn wird nicht mehr von einem Schädel geschützt, sondern ist nur noch von weicher Haut umgeben. Nur das Bewusstsein bleibt. Jetzt ist der Mensch ein leistungsfähiger Hightech-Roboter, der von einem kleinen pulsierenden Beutel beherrscht wird, in dem sich das Gehirn befindet. Es ist ein paar Millionen Jahre her, seit die Menschen die Erde verlassen haben. Die Bewohner des Raumschiffes haben bereits vergessen, dass ihre Spezies einst auf einem Planeten mit Schwerkraft geboren wurde. Das Leben auf der Erde ist zu einem Mythos geworden, zu einer uralten Legende. Die meisten glauben, dass diese Raumschiffe ihre wahre Heimat sind und schon immer waren. Deshalb ist auch niemand so erpicht darauf, auszusteigen und einen Spaziergang zu machen, wenn die Menschen endlich ihr Ziel erreichen.
Das Leben auf einem neuen, unbekannten Planeten scheint eine große Belastung für den Raumanzug zu sein. Schwerkraft, Luft, Bakterien, Keime. Es braucht mehrere tausend Jahre Evolution, bis sich die Menschheit an diese neuen Bedingungen gewöhnt hat. Aber zum Glück gibt es eine Geheimwaffe. Die Technologie. An diesem Punkt werden alle Menschen vom Zentralcomputer in neue Roboteranzüge heruntergeladen. Die Menschen stehen vor der Wahl. Entweder sie verlassen das Raumschiff und machen diesen neuen Planeten zu ihrer Heimat, oder sie bleiben und leben auf den Raumschiffen. Diejenigen, die auf den Schiffen bleiben, brechen in die Weiten des Weltraums auf, um die Galaxie zu erkunden und neue Welten zu entdecken. Diejenigen, die sich auf dem neuen Planeten niederlassen, müssen sich an die neuen Bedingungen anpassen. Es ist ganz anders als auf der Erde. Es gibt eine andere Luftdichte, anderes Wetter und seltsame neue chemische Elemente. Es wird noch 1 Million Jahre dauern, bis diese Robo-Hirnsäcke eine neue Form annehmen. Eines Tages werden diese entfernten menschlichen Nachkommen ihre Herkunft erforschen wollen. Sie werden ein Raumschiff erfinden, das durch Raum und Zeit springen kann. Die Forschungen führen sie in die ferne Vergangenheit auf den kleinen Planeten Erde, zu unserem Heute. Das mag verrückt klingen, aber stell dir vor, dass morgen deine Nachkommen aus der Zukunft in deinem Garten landen. Die Passagiere, die auf den Raumschiffen geblieben sind, werden wahrscheinlich neue Planeten finden und vielleicht beschließen, auf einigen von ihnen zu bleiben. Auch ihre Körper werden sich verändern und sich anpassen. In Milliarden von Jahren wird das Universum also von verschiedenen erstaunlichen Kreaturen bewohnt sein, die alle eines gemeinsam haben. Sie waren alle Menschen. Früher. Du hast dein ganzes Leben der Erforschung von Mikroorganismen gewidmet. In letzter Zeit hast du an einem Gerät, das dich schrumpfen kann, gearbeitet. Es ist endlich fertig. Zunächst willst du dich auf Daumengröße schrumpfen, um Mikroben mit bloßem Auge sehen zu können. Nach weiteren Experimenten hast du vor, dich auf die Größe eines Bakteriums zu schrumpfen. Für eine sichere Reise ziehst du einen speziellen Anzug, eine Art Raumanzug, an. Er ist mit allen lebensnotwendigen Systemen ausgerüstet. Du lenkst den Strahl des Geräts direkt auf dich. Er verändert deine Masse und dein Volumen. Um wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren, musst du auf einer Plattform so groß wie ein Hockeypuck stehen. Du legst ihn an deine Füße, um ihn leicht erreichen zu können, drückst auf den Knopf und aktivierst die Maschine. Oh, irgendwas stimmt nicht. Das Gerät meldet einen Fehler und du wirst nicht nur so klein wie ein Daumen, sondern 1000-mal kleiner. So klein wie ein Bakterium. Ups. Das wird dir klar, als eine Fliege in der Größe eines Flugzeugs an dir vorbeizischt. Du bist so klein, dass das Flor des Teppichs, in dem du stehst, so hoch wie Bäume ist. Keine Panik. Du musst nur den Puck finden, dich draufstellen und schon wächst du wieder. Er war direkt neben deinem Fuß, nur wenige Zentimeter entfernt. Aber wie viel mögen 2 Zentimeter sein, wenn 1000 Exemplare von dir auf eine menschliche Haarspitze passen? Du beschließt, auf eine Teppichfaser zu klettern, um nach dem Puck Ausschau zu halten. Die Labordecke ist nicht zu sehen, sie liegt außerhalb deines Sichtbereichs. Du bist von tausenden Bakterien umgeben. Sie sind ganz unterschiedlich in Größe und Farbe, aber die Hauptformen erkennst du. Runde Bakterien, die wie Kugeln aussehen, sind Kokken. Sie können miteinander verschmelzen und dadurch größer werden. Zylindrische, kapselförmige Bakterien, die wie Würstchen oder Bananen aussehen, sind Bazillen. Spiralförmige Bakterien nennt man Spirillen. Am Ende ihres Körpers haben sie haarähnliche Zilien. Bakterien sind für unsere Planeten essentiell. Sie helfen bei der Sauerstoffproduktion, binden Kohlendioxid, reinigen Wasser und Luft, verdauen die Nahrung in unserem Magen und unterstützen unser Immunsystem. Sie kriechen überall auf dem Teppich herum. Du kletterst auf die Teppichfaser. Unterwegs triffst du Kokken, die wie riesige Kartoffeln aussehen, und Spirillen, die Spaghetti ähneln. Nach ein paar Stunden hast du die Oberseite des Teppichs erreicht. Für dich war es eine lange Zeit, doch in Wirklichkeit sind nur wenige Minuten vergangen. Je kleiner du bist, desto langsamer vergeht die Zeit. Hast du schon mal versucht, eine Fliege zu erschlagen? Sie sieht deine Bewegung halt in Zeitlupe. Um dich erstreckt sich ein endloser Wald aus Teppichfasern. In der Ferne erspähst du die Silhouette eines großen Gebirges. Es scheint höher als der Everest. Na fein, jetzt holst du dir dein Leben zurück.
Plötzlich greift dich von unten ein Bakterium an. Es ist ein Zusammenschluss mehrerer Bazillen. Sie sehen aus wie eine Packung Wiener. Um zu entkommen, springst du in die Tiefe. Du wiegst so wenig, dass ein Sturz aus egal welcher Höhe harmlos ist. Du rennst durch den dichten Wald. Dir fällt auf, dass fast alle Bakterien dich angreifen. Die meisten ernähren sich von organischem Material wie Glucose und Kohlenhydraten. Und im Moment bist du die größte Kohlenhydratquelle. Kleinere Mikroben kleben an deinen Beinen, Armen und im Gesicht. Du schüttelst sie ab und strauchelst. Mehrere verschmolzene Bazillen nähern sich, doch plötzlich prallt ein rundes, stacheliges Objekt in der Größe eines Footballs auf sie. Du siehst ganz viele dieser Bälle und dir wird klar, dass das Viren sind, Mikroorganismen, die ohne Bakterien nicht leben können. Für die Reproduktion müssen sie ein Lebewesen infizieren. Die Viren sind in das Bakterium eingedrungen. Auch andere Bakterien, die hinter dir her waren, werden angegriffen. Du siehst ein riesiges Bakterium, das wie eine Boeing ohne Tragflächen aussieht. Es ist eine Kokkenart. Mehrere dieser Kugeln sind bereit, dich zu verspeisen. Du erkennst, wie ein kleiner Football in sie eindringt. Das Bakterium zittert und erstarrt. Wenig später bekommt es ein Loch und hunderttausende Viren strömen heraus. Sie sind überall und suchen nach einem neuen Wirt. Stachelige Kugeln schießen auf dich zu. Du schnappst dir ein Stück Staub und schwingst es wie einen Baseballschläger. Du wehrst die Viren ab, doch dann bricht dein Schläger und du kannst nur noch wegrennen. Du scheinst in Sicherheit zu sein. Dann betrittst du ein riesiges Feld. Es gibt nichts anderes als Bakterien. Dir wird klar, dass das der verbrannte Fleck in deinem Teppich ist. Hier leben Milliarden Mikroben und sie vermehren sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Ein Bakterium wächst und teilt sich. Wenige Minuten später wachsen die beiden Bakterien wieder und teilen sich. Jetzt sind es vier. Die Bakterienkolonie wächst exponentiell. Mit so einer rasenden Reproduktion bildet ein einziges Bakterium innerhalb von 24 Stunden Nachwuchs mit einem Gewicht von einer Tonne. Nach 5 Tagen könnten die Bakterien alle Meere und Ozeane füllen. Zum Glück werden sie genauso schnell zerstört, wie sie entstehen. Trockenheit, Lichtstrahlen, Hitze, Feuchtigkeit, all diese Umstände dezimieren die Mikrobenpopulation. Unter idealen Bedingungen könnten die Bakterien die Weltherrschaft übernehmen. Du stapfst durch ein Meer von Mikroorganismen. Große Bakterien fressen kleinere. Sie vermehren sich und werden zerstört. Ein brodelndes Meer des Lebens. Plötzlich bleibt dein Fuß stecken. Du bist in etwas Klebriges getreten. Direkt unter dir klettert ein rundes Bakterium aus dem Boden. Es ist mit anderen Bakterien verbunden und hat keine definierte Form. Es sieht aus wie formlos pulsierende Biomasse. Das Zeug klebt an deinem Körper und umschlingt dich. Es fühlt sich an, als würde der warme Gelee dich völlig vereinnahmen. Das Bakterium drückt dir die Luft ab. Du kannst dich kaum bewegen. In diesem Moment landet etwas auf dem Bakterium, das wie eine Schraube aussieht. Ein riesiger Diamant kommt zum Vorschein und mehrere glatte, wie gebogene Nadeln aussehende Beine kommen dazu. In der Mikrobe vereinen und transformieren sich alle Einzelteile zu einer seltsamen Kreatur. An einem Ende der Schraube sitzt der Diamant und die Nadelbeine am anderen. Dutzende von ihnen dringen in den Gelee-Körper ein. Sie verbinden sich und bilden eine Roboterarmee. Die Kreaturen brechen aus einem kleinen Loch im Bakterium hervor und lassen es zerbersten. Du fliehst aus diesem Chaos. Die kleinen Roboter mit dem Diamantkopf nennt man Bakteriophagen. Obwohl sie so seltsam aussehen, sind sie ein Produkt der Natur. Ihr Ziel ist es, Bakterien anzugreifen und von innen heraus zu zerstören. Dabei reproduzieren sie sich. Diese kleinen Kerlchen sind überall um uns herum und kontrollieren die Mikroorganismenpopulation. Wenn Bakterien sich im menschlichen Körper vermehren, hinterlassen sie Abfallstoffe, die schädlich für den Körper sind. Manchmal setzen Ärzte Bakteriophagen im Kampf gegen unerwünschte Mikroben ein. Sie attackieren nichts anderes als Bakterien. Und nun siehst du, wie unzählige Bakteriophagen Milliarden Bakterien zerstören. Der wandelnde Diamant springt auf ein Bakterium, rammt seinen Kopf hinein und injiziert seinen genetischen Code, einzelne Teile, die sich zu neuen Bakteriophagen zusammensetzen. Du setzt deinen Weg mit ein paar Diamanten in der Tasche fort. Die Reise dauert lange, aber nach ein paar Wochen erreichst du endlich den Puck. Im normalen Maßstab ist gerade mal 1 Stunde vergangen.
Du bist erschöpft, aber rauf musst du auch noch. Der Puck ist so hoch, dass du seine Oberkante nicht mal sehen kannst. Du kannst auch nicht schlafen, weil du sonst womöglich in einer Mikrobe aufwachst. Es sind immer noch viele Bakteriophagen da, aber du willst kein Risiko eingehen. Ein ohrenbetäubender Lärm zerreißt die Luft. Es ist, als kreische eine Flugzeugturbine direkt neben deinem Ohr. Du siehst nach oben. Ein Wesen so groß wie eine ganze Stadt landet auf dem Teppich. Das Schlagen der Flügel erzeugt diesen Krach und erzeugt einen heftigen Sturm. Du knallst dich an eine Teppichfaser, um nicht davonzufliegen. Das Vieh riecht scheußlich. Ein einzelnes Bein erinnert an einen Wolkenkratzer. Du verstehst, dass es eine Fliege ist. Deine Chance, auf den Puck zu kommen. Ihre großen orangenen, in tausende Teile unterteilten Augen sehen aus wie zwei Planeten. Du kletterst auf das Fliegenbein, das Insekt hebt ab und du klammerst dich fest. Der Teppich verschwindet unter dir. Von hier aus erkennst du die Oberseite des Pucks. Er ist so breit, dass du nicht mal die Kanten erspähen kannst. Du lässt los und fällst. In der Luft prallst du mit Millionen Bakterien zusammen. Schließlich landest du auf dem Puck. Das Gerät wird aktiviert und du wächst wieder auf deine normale Größe heran. Du Glückspilz. Ist das die Erde da hinten? Ja, genau. Sieh nur, wie sie durch das Weltall schwebt inmitten ihrer Planetenkumpels. Das ist der orange-rote Mars. Und Jupiter mit seinem Asteroidengürtel. Sogar der winzige Pluto ist da. All diese Planeten halten respektvoll Abstand voneinander und ziehen artig ihre Bahnen. Sie sind halt nicht so gesellig. Aber das ist auch gut so. Es gäbe nur Ärger, wenn sie aneinander stießen. Und obwohl es andere gibt, ist die Erde die einzige, die Leben beherbergt. Wir wissen sogar warum. Wir haben das unendliche Glück, am besten Platz des Sonnensystems in der habitablen Zone zu sein. Wissenschaftler sagen, die Schlüsselzutat für Leben sei Wasser. Nun gut, auf dem Merkur gibt es auch Wasser. Der Planet hat Eiswasserdepots am Nord- und Südpol. Allerdings nur, weil diese Orte nie die Sonne sehen. Andernorts verdampft das Wasser von der Oberfläche. Der Merkur ist der Sonne viel zu nah. Pluto verfügt auch über Wasser. Astronomen gehen davon aus, dass er zu bis zu 30% aus Wasser besteht. Aber es ist gefroren. Im Gegensatz zu Merkur ist der Pluto viel zu weit von der Sonne entfernt. All sein Wasser ist Eis. Die Erde aber befindet sich an einer perfekten Stelle in der habitablen Zone. Die Temperatur passt genau, das Wasser flüssig bleibt und das Leben sprießen kann. Aber was wäre, wenn die Erde der einzige Planet im Sonnensystem wäre? Kein Mars, kein Jupiter, kein Merkur, keine Venus. Vielleicht wäre alles ganz anders, als wir es gewohnt sind. Erinnerst du dich an den mächtigen Asteroiden, der die Erde vor etwa 66 Millionen Jahren getroffen hat? Ja, dieser fiese Halunke. Tja, ohne Jupiter und seinen Asteroidengürtel würden wir viel häufiger von Asteroiden und Meteoriten heimgesucht werden. Und manche wären so groß wie der, der den Dinosauriern den Tag vermieste. Diese Brocken würden durchs All schwirren, ohne dass sie jemand aufhält. Und wenn die Erde der einzige Planet da draußen wäre, wäre sie ihr einziges Ziel. Aber das ist längst nicht alles. Sieh nur, wie viel Platz die Erde auf einmal hätte. Der Planet könnte ein wenig umherwandern. Er könnte sich aus der habitablen Zone entfernen. Wäre das Leben auf dem Planeten dann noch dasselbe? Angenommen, die Erde driftete von der Sonne weg. Dann wäre es hier bald furchtbar kalt. Stell dir einen Ort vor, an dem die Sonne nicht mehr scheint. Kalt und dunkel. Das ganze Jahr lang Schnee und Eis bedeckt. Das wäre unsere Erde, ließe sie die Sonne hinter sich. Würde das passieren, sehen unsere Städte ganz anders aus. Heute strotzt die Erde vor Leben. Geh in den Park und du siehst Bäume und Gras. Menschen wandern herum, sitzen auf Bänken, genießen die Sonne. Ein paar spielen Fußball oder werfen einen Frisbee. Auf dem Rasen breiten Menschen ihre Decken aus und tanken Sonne. Ein paar Leute lesen Bücher, sie sind entspannt und glücklich. Zurück im Weltall sehen wir die Erde. Der Planet ist noch an seinem bevorzugten Platz. Daher ist das Leben hier unten so schön. Aber Moment, sie bewegt sich. Unser Planet ist jetzt eindeutig weiter von der Sonne entfernt. Sieht es auf der Erde jetzt anders aus? Sie scheint mir blauer zu sein. Das goldene Kalifornien ist alles andere als golden. Es ist düster und dunkel, so wie auch alle anderen Orte der Erde. New York ist von Eis bedeckt. Sogar die heißesten Regionen wie die tropischen Bahamas leiden unter frostigen Temperaturen. Das flüssige Wasser verwandelt sich in Eis.
Die Ozeane sehen wie gigantische Eisbahnen aus. Nur, dass es keine Schlittschuhläufer gibt, da der Planet zu kalt für irgendeine Form von Leben geworden ist. Okay, und was wäre, wenn wir statt weiter weg ein bisschen näher an die Sonne heranziehen würden? Wären wir noch da? Verdammt, ist das heiß hier. Das hält ja kein Mensch aus. Das Klima würde immer heißer und heißer werden. Es gäbe mehr Naturkatastrophen, Wirbelstürme und Flutwellen gehören zum Tagesgeschehen. Und schon bald wäre der Planet zu heiß für die Menschen. Partikel von der Sonne stellen eine ernste Gefahr dar. Die Atmosphäre hätte Mühe, die Erde vor der Solarstrahlung zu beschützen. Unser Schutzschild würde immer schwächer werden. Es gäbe kein flüssiges Wasser mehr, höchstens noch in unterirdischen Lagerstätten. Die Erde sähe ein wenig wie der Mars aus, felsig und öd. Der Fluss Mississippi würde austrocknen und einen riesigen Canyon hinterlassen. Alle Ozeane verschwenden. Momentan ist der Marianengraben der tiefste Punkt der Erde. Aufgrund des unglaublichen Drucks da unten ist der Grund nur schwer zu erreichen. Doch ohne Wasser wären Reisen zum tiefsten Punkt der Erde möglich. Wir wären in der Lage, so manche Geheimnisse der Erde zu lüften. Das heißt, wenn es auf diesem trockenen, brühheißen Planeten noch Menschen gäbe. Anders ausgedrückt, würde irgendjemand die Erde erforschen, nachdem sie der Sonne auf den Pelz gerückt ist, würde alles komplett anders sein. Doch was, wenn die Erde bliebe, wo sie ist und alles beim Alten bliebe? Der einzige Unterschied, es gäbe keine Planeten mehr um uns herum. Die Menschheit würde anders mit dem Weltraum umgehen. Wir hätten sicher Satelliten für Navigation, Kommunikation und Wettervorhersagen, vielleicht auch Weltraumteleskope. Aber es gäbe keine Himmelskörper in der Nähe, zu denen wir Missionen entsenden könnten. Wenn wir kein Bedürfnis oder die Möglichkeit hätten, im All irgendwo anzukommen, würden wir uns mehr um unseren Heimatplaneten kümmern. Wir bauten Wolkenstädte, statt andere Planeten kolonisieren zu wollen. Wenn du heute durch ein hochmodernes Teleskop schaust, siehst du entfernte Sterne und andere Planeten. Je besser das Teleskop ist, desto mehr Details erkennst du. Aber wenn da keine Planeten wären, wäre der Anblick weniger spannend. Die Sterne wären noch da, vielleicht entdeckst du auch mal einen Meteoriten und du könntest den Mond sehen, aber das wär's auch schon. Weltraumorganisationen würden sich eher um die Sicherheit der Erde kümmern, vor allem, weil Asteroiden uns weitaus häufiger heimsuchen würden. Um den Planeten zu schützen, müssten Wissenschaftler Wege finden, sie loszuwerden. Vielleicht ein gigantischer Laserstrahl, der bis zum Mond und weiterstrahlt? Statt Raketen zur Erforschung des Weltraums zu konstruieren, wären SpaceX und die NASA in der Asteroidenabwehr tätig. Die Menschen würden nicht mal versuchen, andere Zivilisationen zu kontaktieren. Gäbe es keine erdähnlichen Planeten, wäre das reine Zeitverschwendung. Es würde also keine permanenten Funksignale ins Weltall geben. Hast du übrigens gewusst, dass im Februar 2008 der Beatles-Song Across the Universe anlässlich des 40. Geburtstags des Liedes und des 50. Jahrestags der NASA ins Universum übertragen wurde? Auch in den 70ern wurden schon Funksignale ins Weltall gesendet. Sie beinhalteten Informationen über die Menschen und unser Sonnensystem. Aber es war mehr eine Demonstration der Leistungsfähigkeit der Technologie als ein Versuch, Außerirdische zu kontaktieren. Ohne Planeten um uns herum wäre das Science-Fiction-Genre ein ganz anderes. Es gäbe keine Filme über Reisen durchs Universum. Weder riesige Raumschiffe noch Raketen flackerten über die Kinoleinwände. Und da es keine Expeditionen zu anderen Planeten gäbe, schickten wir auch keine Erkundungsfahrzeuge auf die Suche nach Zeichen von Leben und neuen Welten, wie es der Mars Rover aktuell tut. Die Menschen würden sich auf ihren eigenen Planeten konzentrieren und vielleicht sein Inneres erkunden. Neue Technologien könnten uns ermöglichen, viel tiefer zu graben, durch die Erdkruste hindurch und noch tiefer. Wäre eine Reise zum Mittelpunkt der Erde nicht aufregend? Statt Astronauten gäbe es Untergrundentdecker. Vielleicht würden wir sie Erddecker nennen. Durch neue Bohrtechnik wäre der Grabprozess deutlich effektiver. Es gäbe neue Fahrzeuge. Sie würden sich durch den Untergrund bohren und die Forscher vor dem enormen Druck da unten schützen. Bei der Erforschung der Welt unter der Oberfläche des Planeten würden die Menschen ganz neue Lebensformen finden. Mystische Kreaturen, die sich dazu entwickelt haben, in der Dunkelheit bei extremen Temperaturen und wenig Nahrung zu überleben. Auf jeden Fall würde es dem Menschen helfen, seinen Heimatplaneten besser zu verstehen. Also, mir ist neulich eine verrückte Sache passiert.
Es war Sonntagmorgen und ich hatte mir zum Frühstück ein paar Spiegeleier gebraten. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich war mir aber nicht sicher, ob es an den Eiern lag oder an mir. Du hast doch schon mal Spiegeleier gegessen, oder? Normalerweise schmecken sie wie Eier. Aber an diesem Tag schmeckte ich nicht nur Ei, sondern auch Zitrone, Vanillejoghurt und Papier. Nein, das schmeckte definitiv nicht gut, falls du das denkst. Joghurt an sich schmeckt gut, aber mit Ei ist das ekelhaft. Was auch immer der Grund war, ich beschloss, erstmals einen Tee zu trinken. Aber als ich einen Schluck nahm, spuckte ich ihn sofort wieder aus. Was ist das? Habe ich einen Löffel schwarzen Pfeffer aufgebrüht? Ich brauchte so schnell wie möglich Wasser. Ich habe ein Glas getrunken und zum Glück war es ganz normales Wasser. Dann wollte ich ein paar Erdbeeren essen. Aber neben dem Erdbeergeschmack schmeckte ich scharfes Chili. Das ist keine gute Kombination, um ehrlich zu sein. Ich dachte, dass mit meinem Essen irgendetwas nicht stimmte. Ich trank dann ein Glas Orangensaft und überraschenderweise schmeckte der total gut. Plötzlich kam mir ein seltsamer Gedanke. Vielleicht kann ich Farben schmecken? Das wäre zwar ziemlich verrückt, aber ich musste diese Theorie sofort überprüfen. Ich gebe zu, dass ich die weiße Rückseite meines Handys abgeleckt hatte. Und es hat tatsächlich nach Vanillejoghurt geschmeckt, genau wie das Ei. Es war also wahr. Ich konnte Farben schmecken, die sich mit dem Originalgeschmack jedes Nahrungsmittels vermischten und alles durcheinander brachten. Ich wollte eigentlich zum Arzt gehen, aber diese neue Superkraft war so seltsam und aufregend. Ich konnte es kaum erwarten, auch die anderen Geschmacksrichtungen zu kosten. Daher ging ich in einen Laden und kaufte eine Packung Marker. Zu Hause öffnete ich den gelben und leckte an ihm. Er schmeckte tatsächlich nach Zitrone. Dann leckte ich jeden einzelnen ab und machte eine Liste. Rosa war Erdbeere, rot war Chili, orange war Orange. Blau war sehr bitter, hellblau war salzig und violett war Blaubeere. Schwarz war schwarzer Pfeffer, beige Nussmus, grau Papier und grün schmeckte nach Kotze. Damit war klar, dass ich von da an kein grünes Essen mehr esse. Aber so traurig war ich darüber nicht. Eine Farbe war noch übrig, die braune. Ich zögerte sie zu versuchen, aber ich musste es herausfinden. Zu meiner Erleichterung hatte sie den Geschmack von Kaffee. Ich mag keinen Kaffee, aber es hätte schlimmer sein können. Ich wusste, dass ich zum Arzt gehen sollte, aber ich wollte noch eine Weile mit dieser Superkraft leben. So etwas passiert einem schließlich nicht jeden Tag, oder? Ich beschloss, am nächsten Tag zum Arzt zu gehen und vorher wollte ich lernen, wie ich diese Fähigkeit nutzen kann. Ich musste vermeiden, schwarzes, graues, blaues und grünes in meinen Mund zu nehmen. Nicht nur das Essen, sondern auch Geschirr und Besteck. Und ich musste herausfinden, welches Essen ich noch essen kann, denn ich mochte keine Erdbeeren, die nach Chili schmecken. Ich ging in den Laden, um ein paar durchsichtige Schalen zu kaufen. Währenddessen dachte ich über mein Menü für heute nach. Orangensaft funktionierte. Erdbeer, Vanille und Zitronenjoghurt auch. Ich könnte einen Obstsalat mit Mango, Himbeeren, Trauben, Bananen und Joghurt machen. Das war alles, was mir einfiel. Als ich so nachdachte, biss ich mir auf die Lippe und fand heraus, dass sie nach Erdbeer schmeckte. Im Laden fand ich ziemlich schnell eine durchsichtige Schüssel, aber Löffel und Gabel waren ein Problem. Ich glaube, ich ging in jeden Laden in der Stadt, bis ich sie endlich fand. Als ich wieder zu Hause war, habe ich alle Früchte geschnitten und einen Obstsalat gemacht. An diesem Morgen hatte ich nicht viel gegessen, wie du weißt. Ehrlich gesagt, das war der beste Salat. Und ich hatte etwas Geld gespart, weil ich keine Beeren, Orangen und Zitronen kaufen musste, aber trotzdem den Geschmack hatte. Während ich mein Essen genoss, klingelte das Telefon. Es war meine Oma und sie lud mich am Abend zum Essen ein. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich nicht konnte, aber sie wollte nichts davon hören. Großmütter, du weißt, es ist unmöglich, ihre Essenseinladung abzulehnen. Sie sagte, dass sie keine Ausreden zulässt und dass ich um 6 bei ihr zu Hause sein soll. Das bedeutete, dass ich nicht bis morgen warten konnte. Ich musste sofort zum Arzt und diese Superkraft loswerden, bevor meine Oma mich zwang, Kotze zu essen und schwarzen Pfeffertee zu trinken. Ich schaute auf die Uhr. Ich hatte nur noch 20 Minuten, bevor mein Arzt Feierabend machte und die Praxis war mehrere Blocks entfernt. Ich aß meinen Salat auf und rannte aus der Wohnung. 5 Minuten vor Sprechstundenende kam ich an und fragte, ob ich noch zum Arzt rein könne, weil ich einen Notfall hatte. Zu meiner Erleichterung stimmte er zu. Als ich ihm erzählte, dass ich Farben schmecken kann, sah er mich verwirrt an. Ich glaube, er dachte, dass ich ihn veralbern will oder so. Dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte über das Spiegelei zum Frühstück und wie ich alle Marker gekostet habe. Dass Violett nach Blaubeere schmeckt
und grün, nicht nach Apfel, wie er vermutet hatte. Dass ich Stunden damit verbracht hatte, durchsichtiges Besteck zu finden. Um ehrlich zu sein, in meinem Kopf klang meine Geschichte schlüssiger und ergab mehr Sinn. Mein Arzt saß ruhig da und beäugte mich misstrauisch. Er maß meine Temperatur, meinen Blutdruck und schaute in meinen Mund. Also, du hast Maca gegessen, lächelte er. Ups, ich schätze, meine Zunge hatte die Farbe eines Regenbogens. Nun, das klingt wirklich nicht normal für einen Erwachsenen. Der Arzt hatte mir offensichtlich nicht geglaubt. Er entließ mich einfach und empfahl mir, ein bisschen früh ins Bett zu gehen. Also, das war's dann wohl. Und ich musste zu Oma gehen. Leider gab es keine Möglichkeit, dass sie mich mit Erdbeerjoghurt zum Abendessen füttern würde. Ich ging nach Hause, um mein neues Besteck zu holen, damit ich wenigstens kein Papier schmecken musste, was passieren würde, wenn ich mit der grauen Metallgabel meiner Oma essen würde. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit, also googelte ich ein bisschen. Leider fand ich keine Lösung oder was meinen Zustand erklären könnte. Ich dachte, dass ich es vielleicht abwaschen könnte, also trank ich 4 Liter Wasser. Aber das hatte nicht geholfen. Ich steckte mein Besteck ein und machte mich auf den Weg zu meiner Oma und fühlte mich dem Untergang geweiht. Sie freute sich, mich zu sehen und verkündete, dass sie meine Lieblings-Brokkoli-Pfannkuchen für mich hatte. Ja, gestern liebte ich Brokkoli, aber heute definitiv nicht mehr. Ich sagte ihr, dass ich keinen Hunger habe und nur etwas Orangensaft trinken möchte. Aber natürlich wollte sie das nicht hören. Sie gab mir einen Teller mit 5 Pfannkuchen und eine Tasse schwarzen Tee. Plötzlich hatte ich eine Idee, wie ich wenigstens den Pfeffergeschmack loswerden konnte. Wenn ich ein Stück Zitrone in den Tee gebe, wird er braun. Ein Tee mit Kaffeegeschmack ist besser als ein Pfeffertee. Ich hatte Glück, meine Oma hatte Zitrone. Also war das Problem mit dem Tee gelöst. Aber das Schlimmste waren die Pfannkuchen und meine Oma schaute mich so freudig an. Ich musste essen. Ich bemühte mich sehr, meinen Gesichtsausdruck zu kontrollieren und sehr glücklich auszusehen, so als ob ich das beste Essen auf dem Planeten essen würde. Obwohl es die schrecklichste Mahlzeit meines Lebens war. Und ja, ich habe eine Menge von meinem Kaffeetee getrunken. Naja, 3 Tassen. Aber als ich fertig war und mich bei meiner Oma bedankte, war sie so glücklich, dass ich wusste, dass es sich gelohnt hatte, Kotz zu essen. Es stellte sich heraus, dass meine Oma auch Vanillejoghurt hatte, den ich sofort aß, um den Geschmack loszuwerden, den ich nach den Pfannkuchen im Mund hatte. Auf dem Heimweg biss ich mir auf meine Erdbeerlippe und dachte, ich brauche einen Plan, wie ich diese Fähigkeit wieder loswerde. Aber mir fiel nichts ein. Als ich nach Hause kam, ging ich einfach schlafen, obwohl es erst 21 Uhr war. Ich schlief 11 Stunden. Am nächsten Morgen machte ich mir einen Obstsalat mit Joghurt. Schon wieder. Ich dachte, dass das jetzt mein Essen für den Rest meines Lebens ist. Ich aß ihn mit meiner durchsichtigen Gabel und sah eine Fernsehsendung. Aber dann merkte ich, dass ich gar keine Zitrone schmecke und auch keine Orange. Ich biss mir auf die Lippe und sie hatte keinen Geschmack mehr. Mit zitternder Hand öffnete ich den Kühlschrank und nahm eine Erdbeere. Ich aß sie und sie schmeckte köstlich, wie eine normale Erdbeere. Keine Chilischote. Alles war wieder normal, als wäre nie etwas passiert. Und ich schwöre, dass mir das passiert ist. Wirklich. Ja, das ist Eis, überall um dich herum. Soweit das Auge sieht. Eine weiße Wüste breitet sich vor dem Eingang deiner Höhle aus, in der du und einige andere Siedler und Siedlerinnen leben. Alle haben sich um das Lagerfeuer herum versammelt, um sich warm zu halten, und erzählen Geschichten darüber, wie viel Schnee sie neulich gesehen haben. Andere laufen umher und spielen Fange, werfen Stöcke umher, was immer die Menschen vor 300.000 Jahren zum Vergnügen getan haben. Du bist einer der frühesten Homo sapiens auf der Erde. Wieder andere schlafen oder ruhen ihre Augen aus. In der ganzen Höhle hört man Magenknurren, als würden sich wilde Tiere hier herumtreiben. Du guckst aus dem Höhleneingang heraus und siehst, dass der Sturm sich verzogen hat. Zeit, sich ein paar Werkzeuge zu schnappen und mit der Gruppe loszuziehen. In der Wildnis findest du ein paar schneebedeckte Beeren sowie Pflanzen, die essbar sein könnten. Aber das reicht nicht aus, um den ganzen Stamm satt zu machen. Es ist die Eiszeit und nirgendwo wächst viel Vegetation. Einer deiner Freunde entdeckt große Fußspuren im Schnee. Die Jagd beginnt. Schwer zu sagen, wozu sie gehören, aber es sollte ausreichen, um alle ein paar Tage lang zu füttern. Als ihr tiefer in den verschneiten Wald vorstoßt, hörst du ein Knurren hinter dir. Du hoffst, dass das dein Magen ist, aber du drehst dich um und plötzlich wird dir schwarz vor Augen.
Eine Eiszeit ist eine Phase, in der eine große Eisdecke alles bedeckt und die Welt auf Dauer verändert. Sie ist teilweise für steigende und sinkende Meeresspiegel verantwortlich, sowie das aktuelle Aussehen der Kontinente. Stell dir monströs dicke Eisschollen vor, die komplett das abdecken, was heute Kanada, Skandinavien, Russland und Südamerika ist. Das alles hat dazu geführt, dass der Meeresspiegel sich stark verändert hat und die Temperaturen auf der ganzen Welt dramatisch gefallen sind. Und ich spreche nicht nur von einer Eiszeit, es gab einen ganzen Haufen. Der Wissenschaft zufolge haben im Laufe der Geschichte 5 große Eiszeiten stattgefunden und jeweils Jahrmillionen gedauert. Und wir stecken gerade mitten in einer drin. Ganz ruhig, keine Panik. Das heißt nicht, dass wir alle nur noch dicht an dicht neben dem Lagerfeuer schlafen, um uns nach einem langen Tag auf der Suche nach wolligen Mammuts warm zu halten. Und nein, es gibt auch keine massiven geologischen Eisstürme, die alles in ihrem Weg einfrieren. Eiszeiten haben hin und wieder auch wärmere Perioden, die ein paar 10.000 Jahre anhalten. Tatsächlich war die Erde vor Milliarden Jahren ein gigantischer Schneeball ohne Leben. Und die Sonne war damals nur ein niedlicher kleiner Feuerball ohne genug Hitze, um all das Eis zu schmelzen. Doch als sie größer und heißer wurde, begann das Eis der Erde langsam zu verschwinden, sodass die grüne und blaue Kugel übrig blieb, auf der wir heute leben. Wir befinden uns gerade in der Quartäreiszeit, die seit 2,6 Milliarden Jahren andauert und weitergeht. Manche Tiere haben sich in dieser Periode fleißig vermehrt, zum Beispiel Wale und Haie. Sie sind seit Ewigkeiten an der Spitze der Nahrungskette, gefolgt von Robben, bestimmten Fischarten, Ottern bis herab zum winzigen Plankton. Oben an der kalten Oberfläche mussten die Säugetiere sich ein dickes und zotteliges Fell zulegen, um sich warm zu halten. Urzeitliche Mammuts, Nashörner und Büffel waren von einem dicken Teppich überzogen und sahen Hammer aus. Sie waren Pflanzenfresser und ernährten sich von Gebüsch und allem möglichen Gras, das sie finden konnten. Doch vor mehreren tausend Jahren begannen die Temperaturen anzusteigen und die meisten dieser Tiere starben aus. Die übrig gebliebenen entwickelten sich zu den Elefanten, Nilpferden und Nashörnern weiter, die wir heute haben. Du erwachst aus deiner Ohnmacht und findest dich im Angesicht einer Kreatur wieder, die an einen modernen Luchs erinnert. Davon abgesehen, dass sie viel größer und pelziger ist. Es ist ein Smilodon, die kolossale Variante einer Säbelzahnkatze. Und es sieht fies aus, so groß wie ein männlicher Löwe und mit 2 vorderen Reißzähnen, bei denen ich es mir zweimal überlegen würde, meine sichere Höhle zu verlassen. Sie sehen gruselig aus, aber die Wissenschaft vermutet, dass sie nicht so kräftig zubeißen konnten wie die heutigen Tiger und Löwen. Was sie knallhart machte, waren ihre riesigen Vorderbeine, mit denen sie alles zu Boden drücken konnten, das ihnen auf die Nerven ging. Im Rudel konnten sie sogar Mammuts erlegen. Wie auch immer, aufwachen will man neben dieser Mieze nicht. Sie starrt dich an, bereit zuzuschlagen. Aber du und deine Freunde bleiben ruhig. Ihr zieht euch langsam zurück. Du hast die geniale Idee, das Tier abzulenken, indem du einen Stein wirfst. Dann lauft ihr weg. Heutzutage ist es Menschen unmöglich, einem Löwen oder Tiger zu entkommen. Doch unsere Vorfahren waren sehr viel fitter. Als die Gefahr vorüber ist, suchen alle weiter nach Nahrung. Es wird dunkel und ihr habt noch nichts Essbares gefunden, das ihr in die Höhle zurückbringen könnt. Plötzlich riecht ihr etwas Verbranntes. In weiter Ferne entdeckt ihr eine Rauchsäule, die in den Himmel aufsteigt. Eine andere Siedlung? Ihr schaut einander an und geht auf den Rauch zu. Vorsichtig. Homo sapiens traten das erste Mal vor 200.000 bis 300.000 Jahren auf. Doch die menschliche Geschichte begann nicht einfach plötzlich aus dem Nirgendwo. Vor ganzen 7 Millionen Jahren beschlossen manche von uns einfach Schluss zu machen. Wir ließen unsere Schimpansenvorfahren im Dschungel zurück und begannen unser eigenes Ding zu machen. Und das ist nicht nur einmal passiert. Über die folgenden Millionen Jahre gab es über 20 verschiedene menschliche Spezies. Manche waren unsere Vorfahren, manche waren Zweige an einem ganz anderen Ast. Manche waren winzig, andere waren an heißes oder kaltes Wetter angepasst. Ehe du dich versiehst, sitzt eine Gruppe Neandertaler vor euch, kocht Fleisch und schärft ihre Werkzeuge. Neandertaler waren die ersten, die nach Europa eingewandert sind. Die Wissenschaft vermutet, dass es sie irgendwann vor 40.000 bis 400.000 Jahren gab.
Sie haben sämtliche Gebiete zwischen Europa und Asien besiedelt, während wir Homo sapiens uns noch immer unten in Afrika aufhielten. Ihr betretet ihr Lager und bemerkt sofort die Unterschiede zwischen euch. Sie sind stämmig und sehen etwas anders aus. Doch es gibt auch Ähnlichkeiten wie flache Zähne zum Kauen und Nagen sowie große Schädel für ihre großen Gehirne. Sie tragen sogar Kleidung, genau wie ihr. Der Archäologie zufolge lebten sie in Unterkünften und bauten Werkzeuge aus Steinen, Stöckern und Knochen. Sie heißen euch willkommen und geben euch eine unvergleichliche Führung. Ihr begegnet ganz offiziell einer anderen menschlichen Spezies. Sie nehmen euch mit in ihre Höhle und zeigen euch ihre Wandmalereien. Tatsächlich waren sie die allerersten Künstler und Künstlerinnen. Viele ihrer Galerien existieren noch heute, zum Beispiel in Spanien. Du kennst ihren Stil, minimalistische Bilder von Hirschen, große Handabdrücke. Sie haben sich sogar ein wenig an der Schmuckherstellung versucht. Sie haben Ketten aus Adlerkrallen und Reißzähnen gemacht. Außerdem waren sie wahrscheinlich die ersten, die Feuer gebändigt haben. Ob sie es entdeckt haben, als ein Blitz in einen Baum eingeschlagen ist oder einer von ihnen mit zwei Steinen einen Funken geschaffen hat, das weiß niemand. Aber sie konnten es wiederherstellen und benutzen, um sich warm zu halten, Essen zu kochen, im Dunkeln zu sehen und sich zu verteidigen. Nach dieser tollen Führung sitzt ihr ums Lagerfeuer herum und haltet euch warm. Sie bieten euch sogar zusätzliche Kleider für die Heimreise an, hauptsächlich dicke Mammutfelle. Wenn ihr euch nur unterhalten könntet, das wäre großartig. Aber es wird dunkel und ihr müsst zurück zu eurem Stamm. Ihr verabschiedet euch und dankt ihnen dafür, dass sie euch das Zeichnen beigebracht und einen ganzen Sack Nahrung überlassen haben. Die Eiszeit war wichtig für die Entwicklung des modernen Homo sapiens. Aufgrund der extremen Kälte und anderer rauer Bedingungen mussten sie sich anpassen, um zu überleben und besonders schlau und innovativ sein. Sie entwickelten fortschrittliche Werkzeuge und verwendeten sogar Knochennadeln, um warme Kleider zu nähen. Sie haben möglicherweise die ersten Fashion-Shows veranstaltet. Als das Klima anfing, wärmer zu werden, entwickelten sie Anbautechniken, um sich selbst zu versorgen und siedelten sich in der Nähe von größeren Gewässern wie Flüssen oder Seen an, während andere Meere und Ozeane bevorzugten. Sie, ich meine wir, waren sogar die ersten, die Tiere domestizierten. Dann ein paar hunderttausend Jahre vorgespult und da wären wir. Das Essen auf den Tischen im Speisesaal des Kreuzfahrtschiffs sieht ganz frisch aus. Es scheint, als hätten alle gerade erst den Raum verlassen. Dir ist die Sache unheimlich und du gehst nach draußen aufs Hauptdeck. Dort liegen viele Latschen und Sandalen herum, aber auch hier ist niemand zu sehen. Du beugst dich über die Reling, das Schiff ist noch in Bewegung. Von der Mannschaft ist jedoch weit und breit nichts zu sehen. Erst denkst du, alle hätten sich irgendwo versammelt, also suchst du nach dem Kapitän. Du läufst durch ein Labyrinth von Gängen und Korridoren und erreichst die Kommandobrücke. Die Tür steht weit offen. Jemand hat den Autopiloten aktiviert. Deine Gedanken fahren Achterbahn. Szenario Nummer 1. Während du geschlafen hast, sind alle anderen aufgewacht und haben sich zusammengetan, um dir einen Streich zu spielen. Sie verstecken sich nur irgendwo. Wenn du durchdrehst, weil keiner mehr da ist, tauchen sie plötzlich auf und überraschen dich mit einer Party und einer Torte. Dein zweites Szenario beinhaltet die versehentliche Begegnung mit einem magischen Portal, das alle außer dir in die vierte Dimension versetzt hat. Aber warum bist du da noch hier? Das dritte Szenario wäre, dass alle ein hübscheres Kreuzfahrtschiff gesehen haben und spontan auf das andere abgehauen sind. Sie haben nur vergessen, dir Bescheid zu sagen. Aber warum haben sie dann ihre Sachen hier gelassen und nicht aufgegessen? Du versuchst zu ergründen, wie man das Schiff bedient, aber für dich sind das alles nur bunt blinkende Lämpchen und Knöpfe. Leider liegt auch nirgendwo ein Handbuch parat. Zum Glück gibt es schnelles Internet. Du öffnest deinen Laptop und recherchierst ein wenig. Du findest heraus, dass sich das Schiff in einem Sicherheitsmodus befindet und mittels Sensoren registriert, wenn die See rauer wird. Du gehst auf Social Media, um jemanden zu kontaktieren, aber dein Handy hat keinen Empfang. Nur dein mit einem Kabel angeschlossener Laptop hat Internetzugang. Du findest ein Funkgerät, doch auf dein Signal reagiert niemand. Plötzlich bekommst du eine Benachrichtigung. Du siehst Fotos von deinen Freunden, die zu Hause oder auch im Urlaub sind. Nur sind sie nicht drauf. Es sind nur Kulissen zu sehen. Alle bis auf deine Wenigkeit sind spurlos verschwunden.
Du versuchst noch einmal, den Rest der Welt zu kontaktieren, wieder ohne Erfolg. Du siehst dich ein wenig um und findest heraus, dass das Schiff etwa 11 Tage brauchen wird, um den nächsten Hafen zu erreichen. Ein Blick auf die Karte verrät dir, dass eine entlegene Insel nur eine 4-Tagesreise entfernt ist. Das Schiff ist mit 20 Knoten unterwegs. Das entspricht etwa 37 Kilometern pro Stunde. Bis es soweit ist, erforschst du das Schiff und besuchst ein paar exklusive Orte. Die Werbung auf den Monitoren zeigt lediglich leere Hintergründe ohne Menschen. Der Anblick unterstreicht deine Einsamkeit. Bei einer 7-tägigen Kreuzfahrt hat ein großes Schiff mehr als 4000 Kilogramm Salat und 20.000 Kilogramm Eier mit an Bord. Normalerweise werden auf einem Kreuzfahrtschiff mit 1000 Passagieren täglich 2000 Steaks und 1000 Backkartoffeln verspeist. Auf dem Schiff gibt es so viele Vorräte, dass du theoretisch jahrelang davon zehren könntest. Du erreichst die Rezeption und machst eine Durchsage. Hallo? Hallo? Aber es ist nur ein Rauschen zu hören. Okay, wenn das ein Streich sein soll, ist das nicht mehr witzig. Ihr könnt rauskommen. Ich gehe jetzt was essen. Du wartest auf eine Antwort, aber die kommt nicht. Du begibst dich unter Deck. Als erstes besuchst du die Eisbahn und genießt es ungestört und alleine über das Eis zu gleiten, ohne dass dir jemand vorschreibt, was du zu tun hast. Danach stattest du der Spielhalle einen Besuch ab und bedienst ein paar Automaten. Du holst dir Münzen vom Schalter und spielst stundenlang. Die Sonne geht langsam unter. Du beschließt, dir einen Drink zu genehmigen und den Anblick zu genießen. Du sitzt auf dem VIP-Deck und machst es dir auf der größten Sonnenliege bequem. Es ist so still, dass du die Ozeanwellen hören kannst. Du schläfst an Ort und Stelle ein und wachst erst am nächsten Morgen wieder auf. Du wanderst herum und überlegst, was du tun könntest. Du schnappst dir einen Golfschläger und übst deinen Schwung. Doch irgendwann wird dir das zu langweilig. Dir fällt auf, dass dich all die Aktivitäten von deinem eigentlichen Plan abgelenkt haben. Du steigst hinab in den Bauch des Schiffes und betrittst den Personalbereich mit Hilfe einer Schlüsselkarte, die du gefunden hast. Es wird immer dunkler. Hier unten funktioniert das Licht nicht, also nimmst du eine Taschenlampe und siehst dich um. Die Mannschaft ist für gewöhnlich in Gemeinschaftsunterkünften mit Stockbetten untergebracht. Sie haben eigene Speisesäle und Zugang zu anderen Freizeitbeschäftigungen. Die Küche, die die Restaurants versorgt, befindet sich ebenfalls hier unten. Alle Räume sehen gleich aus. Aus dem Maschinenraum dringt sehr viel Lärm. Irgendwie ist das unheimlich. Rohre scheppern und hier und da dampft und knallt es. Die Lichter flackern. Dir folgen Schatten, zum Leben erweckt durch das wackelnde Licht der Taschenlampe. Du bekommst es mit der Angst zu tun. Vielleicht ist ja jemand hier unten. Du rufst, doch alles, was du hörst, ist deine eigene, durch die Gänge hallende Stimme. Du hast dich verlaufen. Du versuchst, den Weg nach oben zu finden, aber hier sieht einfach alles gleich aus. Panisch rennst du los. Du stolperst und verlierst deine Taschenlampe. Es ist stockdunkel. Du fuchtelst mit den Armen, um den Weg zu ertasten. Mit den Händen an der Wand schiebst du dich vorwärts. Am Ende des Korridors erkennst du ein helles Licht. Du gehst drauf zu und landest in der Zentralküche, wo jede Menge Essen herumliegt. Unzählige Kühlschränke bieten Unmengen an Leckerbissen. Dein Magen knurrt vor Hunger. Du isst ein paar unverschämt teure Delikatessen. In den folgenden Tagen probierst du dich durch weitere Leckereien, spielst Golf und vergnügst dich auf der Tanzfläche. 3 Tage später hast du so ziemlich alles einmal ausprobiert. Während du in der Sonne liegst, entdeckst du in der Ferne eine Insel. Du schnappst dir ein Fernglas und erkennst einen Hafen. Schnell flitzt du auf die Brücke und siehst dir die Karte an. In nur 30 Minuten wirst du die Insel erreichen, aber du weißt gar nicht, wie man ein Kreuzfahrtschiff parkt. Schließlich senkst du den Anker des Schiffes und paddelst mit einem Rettungsboot und ein paar Vorräten an Bord an Land. Vielleicht findest du auf der Insel jemanden, der dir helfen kann. Du kommst am Strand an und machst dich auf den Weg in die Stadt, aber sie ist menschenleer. Die Leute haben ihre Autos mitten auf der Straße stehen lassen. Vielleicht kannst du auf der Polizeiwache Antworten finden, doch auch das ist eine Sackgasse. Monate später hast du die gesamte Insel abgeklappert. Nach 5 Jahren hast du die volle Kontrolle über die Insel übernommen und weißt inzwischen, wie man ein Kreuzfahrtschiff navigiert. Seit diesem Tag auf dem Kreuzfahrtschiff ist dir keine Menschenseele begegnet. Es ist, als hätten sich alle in Luft aufgelöst.
10 Jahre später. Du sitzt im Funkturm, hast einen Vollbart und überall auf der Insel bewirtschaftest du Felder. Du hast das Kreuzfahrtschiff seit 3 Jahren nicht mehr betreten. Plötzlich empfängst du über Funk ein Morsesignal. Jemand vom Festland kontaktiert dich. Du gehst zurück aufs Schiff und machst dich auf den Heimweg. Nicht das schon wieder. Du rast durch die Wohnung, raffst deinen Kram für die Arbeit zusammen, kippst dir den Rest Kaffee in den Hals. Dein blöder Wecker hat nicht geklingelt und jetzt musst du hetzen. Als du gerade los willst, hörst du von draußen einen Aufschrei. Du rennst auf die Straße. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Du siehst dich um, aber alles sieht normal aus. Da steht nur eine unglückliche Frau, die wie wahnsinnig auf ihr Handy einstochert. Sie wendet sich zu dir und fasselt irgendetwas von ihrem Akku. Aber sie ist so außer sich, dass du sie kaum verstehst. Vielleicht hat sie einen wichtigen Anruf verpasst und braucht ein Ladegerät. Du bietest deine Hilfe an und saust wieder rein, um dein Ladekabel zu holen. Als du dein Handy vom Stecker ziehst, stellst du fest, dass es ebenfalls leer ist. Kurios. Nach einer Nacht am Strom sollte es bei 100% stehen. Du fragst dich, ob zwischen deinem stehengebliebenen Wecker und dem Handy ein Zusammenhang besteht. Gab es einen Stromausfall? Deine Sorge wird noch größer, als du dein Notebook überprüfst. Es geht auch nicht an. Wie sollst du denn jetzt deine Präsentation halten? Ups, die Frau draußen wartet bestimmt sehnsüchtig auf das Ladegerät. Du flitzt wieder raus, aber sie ist weg. Die Straße gleicht jetzt einem Filmset für einen Katastrophenfilm. Überall laufen wütende und besorgte Fußgänger herum. Du schnappst ein paar Worte auf. Strom, Akkus. Und dir wird klar, dass hier irgendetwas ganz gewaltig schief läuft. Ein Junge von gegenüber hält sich sein Knie und reibt seinen Kopf. Sein Hoverboard liegt etwas weiter am Boden. Das scheint ein heftiger Sturz gewesen zu sein. Du fragst dich, was denn auf einmal los ist. Der Mann, der dir die Zeitung bringt, radelt auf dich zu. Er keucht so heftig, dass er kaum ein Wort herausbringt. Der Akku von meinem Fahrrad ist hin. Ich fürchte, heute muss ich alle Berge auf die gute alte Art hochstrampeln. Eine Freundin von der Arbeit läuft auf dich zu. Ihr Auto ist kaputt. Du versuchst ihr zu helfen, aber vergebens. Die Batterie hat den Geist aufgegeben. Scheinbar haben alle dasselbe Problem. Auf der Straße fährt kein Auto. Du versuchst trotzdem dein Glück, aber auch dein Wagen streikt. Als du gerade grübelst, wie du ohne Auto zur Arbeit kommst, stürzt ein Klumpen Metall vom Helm und explodiert in Millionen Kleinteile. Eine Drohne ist abgestürzt. Die Trümmer brennen. Du und deine Kollegin rennt ins Haus. Tja, das mit der Arbeit hat sich heute wohl erledigt. Deine Freundin sagt, dass ihre ganzen Geräte nicht funktionieren. Also überprüfst du auch deinen Kram. Du gehst ins Bad. Der Rasierer? Nein. Elektrische Zahnbürste? Auch nicht. Was ist mit dem coolen ferngesteuerten Auto, das du zum 12. Geburtstag bekommen hast? Du schaust unter dein Bett. Ah, da ist es ja. Puh, und eine Menge Staub. Du probierst es aus, aber es rührt sich nicht. Na gut, das liegt vielleicht daran, dass es seit Jahren herumsteht. Du zerrst ein paar Lichterketten hervor. Wie werden nur die Feiertage aussehen, wenn die auch nicht funktionieren? Dir wird mulmig zumute, weil dann wohl auch deine Rauchmelder den Dienst quittiert hat. Wie sollst du bemerken, wenn deine Technik ein Feuer auslöst? Das heißt, das meiste funktioniert ja eh nicht. Oh, das Wichtigste fehlt ja noch, der Fernseher. Du nimmst die Fernbedienung und, wie erwartet, nichts passiert. Du fragst dich, ob man ihn auch ohne Fernbedienung einschalten kann. Nach ein bisschen Fummelei geht er tatsächlich an. Du verstehst nicht so recht, warum nur manche Teile nicht funktionieren. Alle Nachrichtensendungen sprechen über ein einziges Thema. Offenbar haben alle Akkus und Batterien auf der ganzen Welt den Geist aufgegeben. Das erklärt, warum der Fernseher noch läuft. Alle Kanäle zeigen Bilder von chaotischen Verkehrszuständen und verzweifelten Menschen mit ihren nicht funktionierenden Geräten. Es klopft an deiner Tür und dir fällt ein, dass ja auch deine drahtlose Klingel nicht funktionieren kann. Aber das macht nichts. Jetzt brauchst du wenigstens nicht mehr so tun, als wärst du nicht da, wenn der nervige Nachbar auf eine Stippvisite vorbeikommt. Apropos Nachbar, hoffentlich funktioniert sein Verstärker auch nicht mehr. Vielleicht kannst du samstags endlich mal ausschlafen. Oh nein, deine neuen schnurlosen Kopfhörer sind auch dahin. Du hast sie noch nie mal abbezahlt und sie sind absolut nutzlos. Vor deiner Tür steht dein Kumpel Ralf. Zum Glück ist er sowas wie ein Genie und kann dir vielleicht erklären, was los ist. Du stehst kurz vor dem Nervenzusammenbruch, als er dir erzählt, wie schlimm es um die Welt steht. Batterien sind für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Die meisten technischen Geräte brauchen Batterien. Nur zollen wir diesem Fakt nie Respekt.
Zumindest nicht, bis die Fernbedienung vom Fernseher streikt. Ralf erklärt dir, dass die erste Batterie zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfunden wurde. Sie speichert chemische Energie, die in elektrische umgewandelt wird, wenn wir ein Gerät anschließen. Du unterbrichst ihn. Was soll dir dieses Wissen nützen? Wie bringt das dein Handy wieder in Gang? Er schüttelt den Kopf. Scheinbar zerbrechen sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt den Kopf über dieses Problem. Haben aber keine Idee, warum auf einmal keine Batterie mehr funktioniert. Die meistverwendeten Akkus basieren auf Lithium-Ionen, wie in deinem Smartphone oder Laptop zum Beispiel. Man kann sie leicht aufladen und sie liefern zuverlässig Strom. Aber damit ist jetzt Schluss. Sie sind zu unnützen Metallklumpen mutiert. Auch die nicht aufladbaren Batterien sind hin. Nichts geht mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Strom zu speichern. Ralf sieht dich voller Sorgen und niedergeschlagen an. Es scheint, die Welt wird ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Du dachtest, das Problem wäre schnell gelöst, aber jetzt dämmert dir langsam, wie sehr die Welt sich ohne Energiespeicher verändern wird. Du verstehst, warum Ralf so blass um die Nase ist. Was machen die Menschen denn jetzt? Keine Digitaluhren, Tablets, Laptops, Taschenrechner mehr. Müssen wir uns jetzt Telefonnummern merken und selbst ausrechnen, was 14 mal 6 ist? Woher wissen wir, wie spät es ist und wer weckt uns morgen? Immerhin wird das Einschlafen ohne Handy wieder leichter. Müssen wir jetzt immer aufstehen, um den Fernseher einzuschalten? Müssen wir ohne unsere Handys Kontakte knüpfen? Nie wieder unterwegs an einem Laptop arbeiten? Keine schnellen Notizen in Word-Dokumenten? Von Handschreiben statt Tippen? Stift? Papier? Das Zeug hast du seit der Schule nicht mehr in der Hand gehabt. Oh nein, vielleicht musst du sogar wieder Bücher lesen. Was bleibt dir anderes übrig? Dein Kindle ist keine Option mehr. Du musst dir echte Bücher anschaffen. Das wird teuer. Die Menschen müssen jeden Moment bewusst erleben, dass sie keine Fotos mehr machen können. Keine Elektroroller und Fahrräder mehr. Auch Elektroautos sind nutzlos. Tja, also nicht, dass du dir jemals eins hättest leisten können. Aber es war doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass ein paar reiche Schnösel sich einen E-Flitzer anschaffen könnten. Was für Autos wird es überhaupt geben? Sogar Boote enthalten Teile, die batteriebetrieben sind. Also auch keine Boote mehr? Erleben die hölzernen Galeeren, auf denen die Piraten einst segelten, eine Wiedergeburt? Und was ist mit Flugzeugen? Brauchen die nicht auch Batterien? Deine Reise nach Spanien kannst du dir wohl abschminken. Nie wieder in den Öffis Musik hören? Musst du dich jetzt etwa mit Menschen unterhalten? Und was ist mit Social Media? Du kannst nie wieder deine Zeit damit verschwenden, deinen Feed zu lesen. Wie sollst du nur zur Arbeit kommen? Ohne Auto musst du unmenschlich früh aufstehen und laufen. Du planst schon mal ein, dich nach einem Pferd und einem Karren dazu umzuschauen. Und du musst rausfinden, wie das Zeug funktioniert. Ja, das war ein Aufschlag auf die Batterien. Es wird Zeit, sich ein paar neue Gewohnheiten zuzulegen oder ein paar alte, lang vergessene wieder aufleben zu lassen. Du wartest auf dein Knoblauchbrot, das gerade im Backofen knusprig gebacken wird. Während du aus deinem Küchenfenster zu den Sternen schaust, fragst du dich, könnte man Knoblauchbrot eigentlich auch ins All schicken? Und was noch viel wichtiger ist, könnte man es noch essen, wenn es zurückkäme? Das sind wichtige Fragen, oder? Wenn es um Knoblauchbrot geht, gibt es normalerweise nur zwei Dinge, die die Leute interessieren. Soll Käse drauf? Und, oh ja, knusprig muss es sein. Dieser köstliche Knoblauchgeschmack in Kombination mit dem warmen Brot. Oh, lecker. Konzentrier dich. Wie wollen wir das Brot ins All schicken? Angesichts der Tatsache, dass das erste Space Shuttle der NASA rund 49 Milliarden Dollar gekostet hat, glaube ich nicht, dass die NASA uns für einen Tag eine Rakete leihen würde. Sie haben bestimmt wichtigere Dinge zu tun. Ja, ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass manche Leute Knoblauchbrot für nicht so wichtig halten wie wir. Aber keine Bange, für unser Experiment brauchen wir nur einen Luftballon. Aber nicht die Art von Ballon, die wir von Partys kennen, wo es Pizza gibt und Burger im Brot und Hotdogs im knusprigen Brotmantel und Kuchen. Oh je, ich glaube, ich bin vom Brot besessen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Die Art von Ballon, die wir brauchen, ist ein Wetterballon. Er ist dafür ausgelegt, große Höhen von bis zu 38 Kilometer zu erreichen. Ein Wetterballon transportiert Instrumente in unsere Atmosphäre, um Informationen über Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Luftdruck an uns zu senden.
ein französischer Meteorologe, da ist er, begann 1896 mit Wetterballons zu experimentieren und seine Arbeit führte zur Entdeckung der Stratosphäre. Ich denke, er wäre stolz auf seine Ballons, wenn er wüsste, dass wir einen als extraterrestrisches Taxi für unser Knoblauchbrot einsetzen wollen. Naja, vielleicht auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er erfreut wäre, wenn er wüsste, dass heute Hunderte von Menschen weltweit alle 12 Stunden diese Ballons für ihre Experimente in die Luft schicken. Die meisten glauben, dass der Weltraum an der völlig willkürlich gezogenen Kármán-Linie beginnt, 100 Kilometer über uns. Um das Brot in die Umlaufbahn zu befördern, wäre eine Geschwindigkeit von mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde notwendig. Ohne Rakete, die normalerweise mit einer Geschwindigkeit von 27.358 Kilometer pro Stunde fliegt, können wir das Brot nicht so hoch schicken. Jedenfalls nicht mit dieser Geschwindigkeit. Okay, nein, du kannst die Rakete behalten. Ich bin zufrieden mit meinem tollen Wetterballon, der unser Brot übrigens ein Drittel des Weges ins Weltall bringt, und zwar in das Gebiet, das als Grenze des Weltalls bezeichnet wird. Weil die Atmosphäre da oben so dünn ist, dass sie nur etwa 1% des Drucks vom Boden entspricht, ist sie für unseren Test ein guter Ersatz für den echten Weltraum. Ich fühle mich sowieso nicht ganz wohl, wenn ich mehr als 100 Kilometer von meinem Essen entfernt bin. Für mich ist das also total in Ordnung. Aua, meine Ohren! Ich kann dich hören, wie du vor deinem Bildschirm sitzt und schreist, wovon redet dieser Mensch da? Ich habe schon Videos gesehen, in denen Pizza mit einer ähnlichen Methode ins Weltall geschickt wurde. Also warum sollten wir uns mit dem Rand des Weltalls zufriedenstellen? Also, die Kameras, die in diesen Videos die Reise des Objekts dokumentieren, nutzten ein Fischaugenobjektiv. Dieses Objektiv übertreibt die Erdkrümmung, was dazu führt, dass es so aussieht, als wäre die Kamera viel näher am Weltraum dran, als sie tatsächlich ist. Gut, dass wir das geklärt haben. Anders als die Frage, was ist besser, Pizza oder Knoblauchbrot, machen wir lieber schnell weiter. Wir haben jetzt also unseren Wetterballon, an dem wir unser Knoblauchbrot festbinden. Der Moment des Abhebens ist gekommen. Wir lassen das Knoblauchbrot in den Himmel steigen. Tränen des Abschieds kullern über die Wangen und wir sehen, wie es hinter den Wolken verschwindet. Im Vergleich zu einer Rakete ist unser Ballon so schnell wie eine Schildkröte. Er fliegt mit einer Geschwindigkeit von etwa 300 Metern pro Minute. Um uns ein wenig vom Abschied abzulenken, lass uns überlegen, was das Knoblauchbrot auf seiner Reise erleben wird. Also, in 2 Stunden steigt unser Wetterballon über die Wolken, höher als Düsenjets fliegen. Er durchquert die Ozonschicht in der Stratosphäre und erreicht eine Höhe von 35 Kilometer und mehr. Übrigens hält der Ballon Temperaturen von bis zu minus 90 Grad aus. Wenn unser Knoblauchbrot also zurückkommt, brauchen wir definitiv eine Mikrowelle. Der Ballon dehnt sich beim Aufsteigen von 2 Metern auf 8 Metern aus, weil der Luftdruck in der Atmosphäre abnimmt, je höher er steigt. Was dann passiert, wäre ein wirklich befriedigendes Erlebnis, wenn dadurch nicht unser Knoblauchbrot in Gefahr wäre. Unser Wetterballon platzt. Und so einfach tritt unser Knoblauchbrot den Rückflug an. Die Windverhältnisse bestimmen, wie weit unser Brot vom Startplatz entfernt landen wird. Aber wir können davon ausgehen, dass es nicht weiter als 120 Kilometer sein wird. Wie bei anderen Experimenten mit Wetterballons ist auch an unserer Ladung ein Fallschirm angebracht, der für eine sichere Landung des Brotes sorgt und ein ungetrübtes Wiedersehen mit seinem besten Freund, meinem Magen, gewährleistet. Manche sagen ja, es sei eine einseitige Freundschaft. Auch wenn das jetzt mein hungriger Magen ist, der diese tierischen Knurrgeräusche macht, sind es Tiere, die unser Abendessen wegschnappen könnten. Ingenieure haben für solche Experimente aber eine Verpackung entwickelt, die mit GPS und einem Servo ausgestattet ist. Diese Verpackung schließt sich etwa 1000 Meter über dem Boden. Sie schützt also unser Knoblauchbrot bei einem unvorteilhaften Landeplatz und vor den hungrigen Mäulern der Tiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Knoblauchbrot zurückbekommen, wenn wir es finden, ist also ziemlich hoch. Zu den Wetterballons, die für solche Experimente verwendet werden,
muss ich noch sagen, dass sie der Natur mehr schaden, als sie uns Informationen liefern. Meerestiere wie Schildkröten verwechseln die Überreste von Wetterballons mit Quallen und fressen sie. Sie denken, sie hätten leichte Beute erwischt. Aber diese Wetterballons sind für sie schädlich, weil sie Gummi und Batteriesäure enthalten. Daher werden die Stimmen laut, dass die Nutzung von Wetterballons eine Form der Umweltverschmutzung ist. Falls dich dieses Video dazu inspiriert, Essen mit Hilfe von Ballons ins All zu schicken, solltest du das im Hinterkopf behalten. Okay, unsere Jagd kann beginnen. Aber nicht nach wilden Tieren, sondern nach unserem Brot. Wie heißt es doch so schön? Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. In unserem Fall ist es das leckere Knoblauchbrot. Keiner von uns möchte auf das Brot verzichten, das gerade am Rand des Weltraums war. Oder glaubst du, dass es den Flug nicht überstanden hat? Es hing doch am Fallschirm und steckt in der Schutzverpackung. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Und dafür haben wir vor dem Start einen Funktracker am Ballon angebracht. Dieser sendet ein GPS-Signal mit der Position, die wir auf der Karte sehen. Und so wissen wir, wo wir nach unserem Knoblauchbrot suchen müssen. Mann, ich liebe Technik. Und gleich ist es soweit. Wir haben unser Knoblauchbrot gefunden und nach einigen Momenten liebevoller Streicheleinheiten bin ich bereit, einen Bissen zu probieren. Hat sich das Warten gelohnt? Wie schmeckt es? Und kann man es überhaupt noch essen? Ja, kann man. Aber der Geschmack? Eigentlich nicht so toll. Und obwohl ich es vorher noch erwärmt habe, habe ich die Mikrowelle vergessen. Das Brot ist durch die kalten Temperaturen auf seiner Reise gefroren. Und ich meine wirklich gefroren. Seine Mitte ist eisig. Außerdem lässt es sich nicht wie üblich auseinanderreißen. Stattdessen bricht es, als ob man einen Zweig zerbrochen hätte. Es macht auch dieses Knackgeräusch. Mein schönes, warmes, knuspriges Brot ist hin. Aber vielleicht heben wir es für später auf, falls wir Eis wollen. Wenn ich es mir aber recht überlege, werfen wir es lieber gleich in den Müll. Trotzdem war es ziemlich cool, dass wir unser Knoblauchbrot an den Rand des Weltraums geschickt haben, oder? Und es war sogar noch genießbar, mehr oder weniger. Bevor ich gleich vor Hunger ohnmächtig werde, gehe ich etwas Leckeres einkaufen, was ich aber definitiv nicht ins Weltall schicke. Aber welches Essen würdest du gerne ins All schicken? Schreib es uns in die Kommentare. Du bist auf der Bühne, der Scheinwerfer und alle Blicke sind auf dich gerichtet. Die Oberfläche des Klaviers glänzt im Scheinwerferlicht. Du legst deine Finger auf die Tasten und beginnst zu spielen. Da du 20 Finger an jeder Hand hast, kannst du mehrere Noten spielen und den Klang voller machen. Jeder Klavierakkord kann jetzt mit 40 Fingern zusätzliche Intervalle und Noten haben. Nachdem du fertig bist, steht das Publikum auf und applaudiert. Der Applaus ist so laut, weil die Handflächen aufgrund der 20 Finger so groß sind. Du bist auf einem Boot inmitten eines Sees und willst schwimmen gehen. Deine Freundin schubst dich ins Wasser und macht mit dir ein Wettrennen zum Ufer. Da ihr beide jeweils 20 Finger und Zehen habt, ist Paddeln und Schwimmen nun einfacher. Sie sind wie natürliche Ruder. Du gelangst als Erster ans Ufer und gewinnst. Danach schwimmst und paddelst du zurück zum Boot mit Händen und Füßen. Nach dem Schwimmen gehst du wandern und bemerkst eine schöne Felswand zum Klettern. Du bereitest deine Ausrüstung vor und legst deine großen Handflächen auf passende Steine. Dein Griff ist fest und du hältst dich an mehreren Steinen fest, die nicht die typische Größe eines Zehnfingersteins haben. Du schaffst es bis zum Gipfel und genießt die atemberaubende Aussicht der Landschaft. Ein gebügelter Anzug und ein selbstbewusstes Lächeln. Yep, du bist für das Vorstellungsgespräch bereit. Du betrittst das Gebäude, als gehöre es dir und wartest, bis dich jemand zum Büro des Chefs begleitet. Jeder bemerkt dein Selbstvertrauen und deinen scharfen Blick. Du wirst zum Vorstellungsgespräch gerufen. Du setzt dein Lächeln auf und rückst den Anzug zurecht. Du betrittst den Raum und streckst deine Hand aus. Mit 20 Fingern löst du den Händedruck, der den Chef beeindruckt und Neugierde geweckt hat, mehr über dich zu erfahren. Du verlässt das Gebäude mit einem strahlenden Siegerlächeln und es dauert nicht lange, bis du für ein zweites Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Okay, das schaffst du. 20 Einkaufstaschen im Kofferraum deines Autos und ein Weg. Die Straße ist lang und hat viele Kurven und Hügel. Du streckst deine Finger und lässt deine Knöchel knacken. Du überlegst, wie du das Gewicht am besten verteilst, damit du sie gleichmäßig auf jeder Hand verteilst. Mit 20 Fingern greifst du nach den Taschen und trägst 10 in jeder Hand.
Das ist schwer, aber hey, betrachte es als Workout. Du holst sie aus dem Kofferraum und läufst schnell zu deinem Haus. Juhu, geschafft. Du hast alle Taschen bis auf eine getragen. Oh, warte. Ach, egal. Du hast die Tasche in eine der anderen gesteckt, bevor du losgegangen bist. Aber du musst zum Auto zurück, um den Kofferraum zu schließen. Nach einem langen Arbeitstag triffst du dich mit einem Freund, den du lange nicht mehr gesehen hast. Und du hast heute richtig geackert. Auf dem Weg siehst du ein Nagelstudio. Du gehst für eine schnelle Maniküre hinein. Aber mit 20 Fingern an jeder Hand ist es, als würde man eine Behandlung für 2 Personen durchführen. Die Zeit läuft und nur eine Hand ist bisher fertig. Dein Freund ruft an und sagt, dass er im Café wartet. Auf zur nächsten Hand. Nach einer Weile bist du fertig und beeilst dich. Dein Freund wartet ja schon. Du bist spät dran, aber wenigstens siehst du gut aus. Du gehst auf eine Messe für neue Technologien, bei der Dutzende neue Produkte präsentiert werden. Viele der Handys sind größer als die Handys, die für 10 Finger und 2 Hände geeignet sind. Die Handys sind so groß, dass man sie als Mini-Tablets bezeichnen könnte. Du nimmst eines in die Hand und tippst drauf los. Da du 4 Daumen hast, ist das Tippen sehr einfach. Das Handy ist groß genug, um von den restlichen Fingern jeder Hand gehalten zu werden. Du gehst zu den PCs und etwas Interessantes springt dir ins Auge. Ein Laptop mit einer breiten Tastatur für müheloses Tippen. Du öffnest eine Datei und tippst los. Du bist überrascht, wie einfach es ist, ein Dokument zu schreiben. Schade, dass du dich gedulden musst, bis die Handys in den Handel kommen, damit du dir so ein scharfes Gerät holen kannst. Du bist im Fitnessstudio, wärmst dich auf und bereitest dich auf die nächste Übung vor. Du betrittst den Boxring und willst mit dem Boxsack üben. Da du an jeder Hand 20 Finger hast, ist jede Faust, die den Boxsack trifft, stärker und lauter als eine normale 10-Finger-Faust. Nach jedem Schlag dehnst du dich und setzt das Sparring fort. Du machst mit anderen Übungen weiter, um dich auf den großen Tag vorzubereiten. Du bist im Wald und übst mit Pfeil und Bogen. Du stellst 2 Dosen nebeneinander auf und nochmal 2 Dosen. Du nimmst deinen Bogen und spannst ihn mit 10 Fingern an jeder Hand auf. Du legst 2 Pfeile auf und lässt los. Du triffst beide Dosen mühelos. Du erhöhst den Einsatz und stellst 4 Dosen auf. Du drehst deinen Bogen seitwärts und ziehst die Pfeile zurück, bis genug Spannung vorhanden ist. Du lässt los und die Pfeile fliegen. Volltreffer. Alle 4 Dosen fallen mühelos um. Mit 20 Fingern an jeder Hand brauchst du mindestens 7 oder 8 Bullseye-Ziele nebeneinander. Der Bogen wäre lang, aber das Zielen damit nicht so einfach. Du konzentrierst dich, lässt die Pfeile los und triffst genau in der Mitte. 50 Finger an jeder Hand verändern die Art und Weise, wie man aussieht und geht. Deine Hände wären schwer, weshalb man kräftige Arme bräuchte, um das Gleichgewicht zu halten und die Finger zu stützen. Alles wäre groß, auch dein Handy und Laptop. Eine Gitarre wäre so gebaut, dass 20 Finger Platz auf dem Griffbrett hätten. Eine normale Gitarre hat 6 Saiten. Diese Monster-Gitarre könnte also locker 30 bis 40 haben. Musik ist nicht auf menschliches Design beschränkt und man könnte so mehr erreichen. Jedes Instrument könnte auf den menschlichen Körperbau angepasst werden. Zum Beispiel eine Trompete für 50 Finger an jeder Hand, ein Klavier, eine Harfe oder ein Saxophon. Eine 3-köpfige Band würde wie ein Orchester klingen und ein Orchester würde wie, naja, wie 5 Orchester klingen. Du chillst zu Hause und zockst Videospiele mit einer Freundin. Jeder Controller hat die Größe eines Kaffeetisches. Eine Hand mit 50 Fingern ist kein Zuckerschlecken, also wird der Controller von einem kleinen Ständer gehalten, der am Boden befestigt ist. Es gibt so viele Tasten und Steuerkreuze, dass einem schwindlig wird, wenn man nur hinsieht. Du spielst ein Fußballspiel und steuerst dabei jeden Spieler einzeln. 100 Finger zu bewegen und zu koordinieren hat es in sich, weshalb dein Gehirn überdurchschnittlich groß ist und deine Multitasking-Fähigkeiten exzellent sind. Du gewinnst das Match. Im Rückspiel verlierst du. Im dritten Spiel steht es unentschieden. Ihr wollt euch ein High Five geben und du schlägst mit deiner 50-Finger-Hand auf ihre, wodurch Schallwellen erzeugt werden, die bis zu deinen Nachbarn auf der anderen Straßenseite reichen. So viele Finger zu haben bedeutet, dass greifbare und ergonomische Dinge viel größer als der Durchschnittsgegenstand sein müssten. Der Gang zum Juweliergeschäft würde Kopfschmerzen bereiten, da man den passenden Ring für jeden der 50 Finger finden müsste. Die Herstellung eines Handschuhs wäre eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, da die Produktion so viel kosten würde. Zeichnen wäre auch eine Herausforderung, da es nicht einfach wäre, einen normal großen Stift zu halten und damit zu zeichnen.
Jeder Stift und jede Schreibware müsste 10-mal so groß sein als das, was wir heute haben. Und die Herstellung der Schreibwaren würde auch viel mehr kosten. Wassergläser wären länger oder dicker, damit man sie richtig greifen könnte. Die Hand wäre viel größer und die Finger würden um die Handfläche gehen und einer Sonnenblume ähneln. Wenn dir heiß ist, könntest du dir anstatt mit einem normalen Fächer mit deinen Händen Luft zuwedeln. Es wäre einfacher, Sand beim Bauen einer Sandburg aufzuschaufeln. Mit so großen Händen könnte man Sandbälle formen und superschnell eine riesige Sandburg bauen. Und in einer Schneeballschlacht würde man kanonenkugelgroße Schneebälle herumwerfen. Das wäre clever.